Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr reinschaut. Willkommen zu Gran Turismo Sport und willkommen zum 24-Stunden-Nürburgring-Event der Simracing-Liga. Wir sind kurz vor dem Start von Stint Nummer 2 in Grid Nummer B. Und ist das nicht wundervoll? Wir haben doch eh an diesem Wochenende nichts Besseres zu tun. Und was kann Schöneres sein, als uns in den nächsten 120 Minuten feinste Sim-Racing-Action auf der schwersten Strecke der Welt anzugucken. Mein Name ist Ralf von Kotzener Eisbär TV. Ich freue mich herzlich, dass ihr mit dabei seid. In wenigen Minuten ist es dann auch soweit. Wir sind heute und morgen in einem waschechten 24-Stunden-Event auf dem Nürburgring inklusive Nordschleife unterwegs. Und warten nur darauf, dass die ersten Fahrer in Lobby Nummer 1 ihre Fahrzeuge abstellen und dann geht es hier auch direkt los. Ich hatte jetzt gerade noch mal kurz Schnappatmung. Mir ist vor 2 Minuten etwas passiert, was ich noch nie hatte. Plötzlich war die Internetverbindung weg. Das sind halt so die technischen Probleme der Realität. Was die virtuelle Realität angeht, scheint es im Moment noch ganz gut auszusehen. Wir haben eine pickepackevolle Lobby mit vorhin waren es noch 15, jetzt sehen wir tatsächlich hier gerade nur 13 im Grid stehen. Also schauen wir mal, wer sich dann in wenigen Minuten hier tatsächlich auf den virtuellen Asphalt begeben wird und ob wir vielleicht den ein oder anderen Fahrer oder das ein oder andere Team verloren haben. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber ich freue mich mega, mega auf dieses Event, was inklusive Zeitumstellung dann auch noch bis morgen Sonntag 11 Uhr laufen wird. Auf verschiedenen Kanälen. Schaut unter anderem auch mal unter www.simracingliga.eu vorbei. Da findet ihr alle Informationen zu diesem wirklich mächtigen Event. Und ich hatte es in einem Nebensatz schon erwähnt, wir sind aktuell in 2 Grids unterwegs. 2 vollgepackte Grids, Grid A, Grid B auf verschiedenen Streaming-Kanälen und der Vollständigkeit halber nochmal. In den nächsten 2 Stunden seht ihr hier Grid B mit Stint Nummer 2. So, Express schreibt gerade, in Grid 2 gehen nur 13 Teams an den Start. Vielen Dank für die Info. Ich hatte das sogar gelesen. Bloß vorhin hatte ich mich gewundert, waren dann plötzlich doch 15 drin. Aber vielleicht habe ich mich da auch vertan. Deswegen mal wieder die geballte Fachkompetenz im Live-Chat dabei. Ich freue mich sehr. Wenn es hinter dem Mikrofon nicht reicht, habe ich ja zum Glück euch an Bord. Und schön, dass ihr da seid. Steffen und Ronny haben auch schon mal ein Lebenszeichen im Chat gegeben. Ich freue mich sehr. Und ich bin sehr gespannt, was hier in den nächsten 2 Stunden passieren wird. Gutti! Ja, im Endeffekt stehen die Fahrer in der Box. Mamba hat sich hier, glaube ich, aus Versehen schon mal ein paar Meter nach vorne bewegt. Das war, glaube ich, so nicht geplant gewesen. Und der erste Fahrer wartet nun darauf, dass sein Kollege in Stint Nummer 1 die 16. Runde abschließt, sein Fahrzeug in der Box abstellt und dann kann es hier auch direkt losgehen und Express schmeißt gleich mal 25 Bits raus. Das ist super, super nett. Vielen, vielen Dank der Vollständigkeit halber. Und jetzt kann ich auch endlich mal probieren, ob ich meine Commands richtig eingegeben habe. Fahren wir hier heute nicht nur für unser persönliches Vergnügen. Ja, schade. Funktioniert nicht. Muss ich dann gleich nochmal manuell reinkopieren, sondern auch für die Flutopfer aus diesem Jahr. Wir sammeln Spenden, ihr seht es oben eingeblendet. Mittlerweile sind schon, wow, 532 Euro zusammengekommen. Da werden wir später auch nochmal was gemeinsam in den Topf reinwerfen. Also, wenn ihr hier unterstützen möchtet, herzlich gerne. Leider funktioniert der Link nicht, also werde ich ihn jetzt gleich nochmal manuell herauskopieren. Ach, es war doch alles so schön vorbereitet. Miga, Jenny, schön, dass ihr auch den Weg hergefunden habt, während ich hier gerade nochmal die fehlende Kompetenz versuche aufzufangen. Und zwar so elegant und spontan, dass es noch nicht mal irgendjemand merkt. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. So. Und der erste ist auf die Strecke gegangen, Ladies and Gentlemen. Dann schalten wir doch hier erstmal drauf. Den Spendenlink werde ich gleich nachreichen. MBXX18 ist der erste, der in seinem Porsche hier sich auf den virtuellen Asphalt wagt. Das heißt, Kollege Instinct Nummer 1 ist als erster über die Start- und Ziellinie gegangen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, im parallel laufenden Stream auch schon mal mit einem ordentlichen Vorsprung. Ja, ich glaube, es war nicht ganz zweistellig, aber wir werden es gleich sehen, wenn Verfolger Nummer 2 hier gleich ebenfalls auf die Strecke fahren wird. Das ist eben auch schon passiert. WSR Himbeere ist raus mit, dann ist es doch schon deutlich zweistellig und das nach 2 Stunden Fahrzeit. Mit 21,5 Sekunden Abstand WSR Himbeere hier mit dem Aston Martin raus auf den Asphalt.
Der dritte folgt zugleich FKP Nompli im Porsche auf Position Nummer 3. Also, dann haben wir hier zwar doch zweistellige Abstände, aber wir wissen, dass auf der Nordschleife einiges passieren kann und passieren wird. Und wir werden ganz entspannte 120 Minuten Zeit haben, um das in Ruhe zu genießen. Alle Fahrer werden 16 Runden auf jeden Fall hier auf dem Parkett legen. Und dann schauen wir mal, sobald sich alle 13 hier auf die Strecke geschoben haben, wie die Abstände zwischen den einzelnen Teams und Fahrer tatsächlich aussehen. Sim Racing Liga TV ist mit 34 Personen rübergeradet. Willkommen aus Stint Nummer 1. Herzlich willkommen. Die ersten Fahrzeuge sind hier auch drauf auf der Strecke. MB XX18, WSR Himbeere, Normpli und da kommen jetzt auch schon die nächsten reingeflogen. Pace Austria im Mercedes AMG. Gerade frisch auf der Strecke, aber ganz dicht gefolgt von Jack LaMotta in der Corvette. Gerade mal eine Sekunde zwischen den beiden. Also da scheint es schon mal ein eher sehr, sehr enges Duell in Stint Nummer 1 gegeben zu haben. Mamba ist noch nicht draußen, ist ein bisschen zu früh losgefahren, macht aber nichts. Also gucken wir uns die ersten fünf jetzt hier nochmal in Ruhe an. Auf 1 MBXX18 mit ja, fast 19 Sekunden Abstand auf Verfolger Himbeere. Die rasende Frucht auf der 2 im Aston Martin schiebt sich auch rauf auf die Nordschleife. FKP Normpli auf der 3, ja, mit sehr deutlichen 37,5 Sekunden Abstand, aber der Drops ist noch lange nicht gelutscht, denn wir haben noch, Ladies and Gentlemen, fast 22 Stunden vor uns. Ihr seht es unten, 21 Stunden, 55 Minuten und 51 Sekunden. Da kann und wird noch einiges passieren. Oli Eagle Eye, willkommen. Schön, dass ihr auch ein Plätzchen gefunden habt. Und der gute Express hat gerade nochmal den Spendenlink gepostet. Vielen Dank dafür. Als Unterstützung für die Flutopfer. Die Orga hat hier netterweise tatsächlich auf Startgebühren etc. verzichtet. Und alle Einnahmen, die ihr über diesen Spendenlink abgeben wollt, kommen direkt den Flutopfern diesen Jahres zugute. Pace Austria hatten wir auch schon im Bild. Immer noch ein Zweikampf mit Jack LaMotta, also schön zu sehen, dass es hier in den 2 gleich reingeht. Oh, da lässt er ihn, was war da? Das sah so aus, als hätte ich ihn vorbeigelassen. Vielleicht ein Manöver, was wir vorher nicht zu Gesicht bekommen haben. Sehr interessant, auf jeden Fall ein sehr entspanntes Überholmanöver auch. Wir können ja nochmal gucken, ob die Wiederholung uns hier irgendeinen Aufschluss gibt. Gab es dort vielleicht irgendeine Situation, die wir übersehen haben? Hat Pace Austria Jack LaMotta irgendwie, nö? Ja, wer weiß, was davor war. Vielleicht hatte sie auch gedacht, der Mann ist eh schneller, lass ihn lieber vorbei, bevor es in der Nordschleife böse endet. Also Führungs- bzw. Positionswechsel auf 4 und 5, Jack LaMotta auf 4, Pace Austria auf 5 und wir haben ein paar weitere Fahrzeuge, die gerade auf die Strecke gekommen sind. Gotcha im einzigsten Audi, was wir hier im Grid haben dürften, auf Platz Nummer 6, aber bereits mit fast einer Minute Abstand auf Platz Nummer 5. Das wird eine langsame, einsame Fahrt, je nachdem, was die Kollegen da vor ihm noch fabrizieren. Auf der 7 haben wir Heide Witzka 84 in der Corvette mit 13,5 Sekunden auf Gotcha. Midnight Feedy hat es mittlerweile auch auf die Strecke geschafft. Im Porsche auf der 8 mit 18,5, fast 19 Sekunden Abstand. RTO Alex Sander 72 auf der 9, ganz frisch drauf auf der Strecke, fast eine Minute Abstand hier schon. Also da sehen wir mal, welche Abstände sich hier in der ersten Stunde dieses 24-Stunden-Events bereits ergeben haben. Und ich vermute mal ganz schnell, dass unser guter Mamba immer noch da steht, genau. Und somit darauf wartet, dass der Kollege ihm das Zeichen geht, dass er auch rausfahren darf. Sehr schön. Also, wir werden mehr als genug Zeit haben, innerhalb der nächsten 2 Stunden uns alle Fahrer, uns alle Teams auch nochmal in Ruhe anzuschauen. Das wird eine mehr oder weniger gemütliche Runde, zumindest für uns vor dem Bildschirm. Hinter dem Steuer dürfte es definitiv ein bisschen anders aussehen. Aber jetzt grooven wir uns erstmal ein. Herzlich willkommen nochmal an alle, die hier gerade in den Chat rein schlurpsen. Vielen Dank für die Follows und auf dieses geile Event. Merkt man mir an, wie viel Bock ich darauf habe? Marco hat auch den Weg in den Chat gefunden. Hallo Marco, einen wunderschönen guten Tag. Und ich werde ihm jetzt gleich der Vollständigkeit halber hier jetzt auch nochmal den Spendenlink kopieren. Eigentlich hatte ich alles so toll vorbereitet, aber anscheinend dann doch nicht so toll, dass das hier alles über Commands und so weiter geht. Aber wie das ist, ein alter Mann, der versucht, sich auf Twitch zurechtzufinden, das geht halt mal mehr, mal weniger gut. So, oben seht ihr übrigens den Live-Ticker, den ich gerade sehe. Irgendwie ist auch nicht so optimal eingestellt. Das kriegen wir aber gleich noch gewupst. Dort seht ihr die verschiedenen Verstöße, Strafen, die ausgegeben wurden, eventuelle Schäden und seid somit immer up-to-date, was in Grid Nummer 2 passiert. Das werden wir gleich noch ein bisschen hübsch machen.
Also man könnte echt denken, ich mache das erste Mal. Es ist ja wirklich unglaublich. Aber manchmal macht die Technik auch einfach, was sie will. Na, das hat irgendwie... Irgendwie hat er mir das jetzt hier zerhauen. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es jetzt... Machen wir es mal in die Mitte rein. Dann hört es zwar irgendwo drin auf, aber ich glaube, wir konzentrieren uns lieber erstmal aufs Renngeschehen. Und oben bekommt ihr trotzdem mit, was passiert. Vielleicht kriegen wir das in einer ruhigeren Minute noch mal ein bisschen hübscher hin. Aber ich denke, ihr kriegt alles mit, was passiert. Also oben die Strafen und die Schäden. Und da unten drunter, ganz wichtig, der aktuelle Spendenstand der Hochwasserhilfe. Gutti, gehen wir sie noch mal durch. Mal schauen, wer es bisher geschafft hat. Nach den ersten Metern von Stint Nummer 2, wer sich hier wo eingroovt. Und ich werde dementsprechend auch mal die Teams dazu einblenden, dass wir darüber auch ein bisschen sprechen können. Wenn der Kollege hier nicht so schnell ist, die Nummer 36, da haben wir es mit dem LST Sim Racing Team Austria zu tun. MBXX18 konnte den Vorsprung seines Kollegen aus Stint Nummer 1 natürlich hier optimal nutzen und ist mit stolzen 18 Sekunden nach wie vor hier auf der Strecke unterwegs. Das scheint aber sukzessive ein bisschen weniger zu werden. Das waren zum Start von Stint Nummer 2 schon über 20 Sekunden. Also mal sehen, wie lange er das hier halten kann. Aber erstmal eine super Grundvoraussetzung. Kurz vor Beendigung von Runde Nummer 1. Jeff Koch, Mahlzeit. Schön, dass du dabei bist. Wunderschönen guten Tag. Sucht euch ein Plätzchen. Und wie immer, Sitzkissen müsst ihr selber mitbringen. Aber es gibt noch ein paar schöne Plätze auf der Tribüne. Auf der 2, WSR Himbeere im Aston Martin. Oder wie Olli Martini vorhin gesagt hat, den Aston Martin. Ja, das gilt noch nachzuprüfen, was hier die richtige Aussprache ist. Großes Fragezeichen darüber. Aber nichtsdestotrotz ein wunderschönes Fahrzeug. Ebenfalls kurz vor Beendigung von Runde Nummer 2. Und sobald ich die Nummer vom Kollegen sehe, kann ich sie auch euch auch einblenden. Manchmal gar nicht so einfach. So, was hat er denn? Die 24, die haben wir hier, Ladies and Gentlemen. Das ist nämlich das WS Racing eSport Red im Aston Martin V12 Vantage. Sehr, sehr schick. Kurz vor dem Beginn von Runde Nummer 2 und weiter geht's. Ja, und es sind nur noch in Anführungsstrichen 17,5 Sekunden auf den führenden MBXX18. Das sieht im Moment doch ganz solide aus. Auf der 3 FKP Normpli. Ah, 40, 41 Sekunden Abstand auf die Top 2. Das ist natürlich recht schmerzhaft. Nichtsdestotrotz ein wunderschönes Auto. Das ist natürlich immer Geschmackssache und auch über den Laden kann man sich streiten. Aber eine sehr nette Fahrzeuglackierung, schöne Farbkombination. Das nur am Rande. Wir werden heute einige Schmuckstücke hier auf dem virtuellen Asphalt zu Gesicht bekommen. Und der Wagen von Normpli ist definitiv einer davon. Und zwar mit der 969, das FK Performance E-Motorsport AM. Ist das nicht wundervoll? Feugtex hat auch ein Plätzchen gefunden. Schön, dass du dabei bist. Auf der 4, Jack LaMotta hat sich hier relativ früh an Pace Austria vorbeiarbeiten können. Die beiden sind tatsächlich fast zeitgleich aus der Box rausgekommen. Also da scheint es im Ende vom Stint 2 sehr, sehr eng gewesen zu sein zwischen den beiden Teams. Aber das sieht sehr, sehr gut aus, was Jack LaMotta hier auf den Asphalt zaubert. Das sind mittlerweile 7 Sekunden Abstand auf Verfolger Pace Austria, den wir uns gleich natürlich auch nochmal in Ruhe angucken. Im Moment versuche ich noch die Fahrzeugnummer zu erkennen. Und dann schalten wir natürlich auch noch durchs restliche Feld hindurch. Das ist die 83 und zwar das Team LMP und Friends. Ist das nicht wundervoll? Alle haben sich lieb. So, den jetzt schon öfters angesprochenen Pace Austria hier im Mercedes-Benz AMG GT3 unterwegs. Ganz frisch in Runde Nummer 3 von 16 geltenden Rennrunden hier hineingestartet. Pace Austria hört sich schwer nach einem österreichischen Team an, wie ich da nur drauf komme. Nämlich das Blues Brothers Racing Project mit der Nummer 13 und aktuell auf Platz Nummer 5 unterwegs. Das ist doch mal ein ganz ordentlicher Start in dieses 24-Stunden-Event. Mojo Lock Flubber, willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Genießt es. Auf der 6, Gotcha 159 im einzigsten Audi heute im Fahrerfeld. Ja, ja, der Audi ist eine Diva. Deswegen interessante Fahrzeugwahl, aber nur die Harten kommen in den Garten. So oder so ähnlich.
und das Team mit der Nummer 159, Karthalle Wittlich E-Sports. Ja, die Karthalle Wittlich mittlerweile ja im E-Sports-Bereich, insbesondere auch im Gran Turismo-Bereich, natürlich wirklich ein Begriff. Umso öfters ich den Namen höre, umso dringender muss ich da unbedingt mal hin, da ich eh so ein leidenschaftlicher Kartfahrer bin. Das hört sich so an, als würde ich es jedes Wochenende machen. Ich mache es so gut wie nie, aber ich liebe es. Und ich glaube, ich muss irgendwann mal eine Deutschland-Tour durch alle Karthallen und Kartbahnen Deutschlands machen. Ne? Wäre jemand dabei? Auf der 7, Heidewitzka 84 in der Corvette. Das Team mit der Nummer 44, Falcon Racing. Ja? Große Prominenz hier am Start. Im Moment auf Platz Nummer 7 von 13 unterwegs. Relativ stabil im Mittelfeld. Es sind natürlich bereits über drei Minuten auf die Spitze bei Rundenzeiten von roundabout 8 Minuten. Ist das natürlich schon ordentlich Holz. Aber nur noch mal der Vollständigkeit halber. Wir befinden uns im zweiten von insgesamt 12 2-Stunden-Stints. Also noch ganz, ganz früh in diesem Event. Wir werden noch einen langen Tag haben. Wir werden eine umso längere Nacht haben. Da kann und wird noch einiges passieren. Hier ist der Drops noch lange nicht gelutscht. Dahinter auf der 8 haben wir Midnight Feedy. Auch ein alter Bekannter. Wir haben uns schon öfters mal einen Stream gesehen. Im Porsche unterwegs. Das Team mit der Nummer 488, nämlich Hermann Motorsport. Sim Racing aktuell auf der 8 unterwegs, 13,5, fast 14 Sekunden Abstand auf Heidewitzka. Ja, auf der einen Seite natürlich Welten im Motorsport, egal ob real oder virtuell. Aber auch hier ist der Käse noch lange nicht gegessen. Auf Platz Nummer 9 und so langsam und sicher dürften sie dann alle tatsächlich auch auf der Strecke unterwegs sein. RTO Alexander 72 im Aston Martin. Frisch in Runde Nummer 3 hineingestartet. Das Team mit der Nummer 93, nämlich das Racing Team aus Friesland 2. Ja, die Jungs sind tatsächlich auch in fast so gut wie jedem GT-Sport-Event zu finden. Richtig, richtig stark. Auch wieder eine ganz tolle Fahrzeuglackierung. Da wird immer ganz viel Mühe und Leidenschaft reingesteckt. Hier kurz vor dem Eintritt in die Nordschleife, ein paar Kurven hat er allerdings noch vor sich, dann geht's rein in die grüne Hölle. Ja, eine Minute nach vorne, zwei Minuten nach hinten, erstmal ordentlich Sicherheitspuffer aufgebaut, da scheint jetzt erstmal kein künstlicher Stress zu entstehen, aber mal sehen, was in den verbleibenden 21 Stunden und 45 Minuten noch passieren wird. Alkmann hat Schaden, vielen Dank für den Hinweis. Gehen wir einmal kurz drauf. Oh ja. Ich weiß natürlich nicht, ob wir das nochmal einfangen können. Vielen Dank. Und da scheint es sie tatsächlich richtig eingeschlagen zu haben. Hinten und vorne komplett hinüber. Ich werde mal versuchen, so weit wie möglich 18 Sekunden nach hinten zu springen. Aber das habe ich wahrscheinlich verpasst. Ne? Da war es schon passiert. Tut mir leid. Da hat die grüne Hölle ihr erstes Opfer gefordert. Ah, da sieht man es auch, wie er da rumwackelt. Das wird gerade ganz, ganz schwierig zu handeln sein. Und lieber Meinjard, schön, dass du reinschaust und danke für den Hinweis. Ja, das wird natürlich jetzt eine schwere Runde. Zum Glück mit einem blauen Auge davongekommen. Wenigstens kein Reifenschaden. Das Team mit der Nummer 37, 44 Performance. Und da geht es natürlich in einen sehr frühen und ungeplanten Boxenstopp für 44 Performance. Der Schaden muss erstmal repariert werden. Und ja, komplette vordere Aufhängung inklusive. Spoiler ist defekt, hinten links defekt, Spoiler defekt. Also das ist... Das wird ein paar Minuten dauern, aber wie gesagt, mit einem Motorschaden wäre noch schlimmer gewesen. Das Auto wird jetzt definitiv nicht einfach zu handeln gewesen sein, aber er hat es zumindest noch mit einer einigermaßen vernünftigen Geschwindigkeit hier in die Pit reinschleppen können. Und mit 2,5 Minuten Abstand, ach siehst du mal, die Pit Crew, die fitteste, die wir finden konnten, unglaublich, immer bereit, 24 Stunden am Tag, Privatleben kennen die Jungs nicht. Das war doch mal flott, hat natürlich trotzdem schmerzhaft Zeit gekostet. Aber es geht weiter für Eichmann in Runde Nummer 3. So, bald haben wir sie alle durch. Noch nicht ganz. Auf der 11 haben wir Relax Mamba. Oh, da fliegt aber einer im wahrsten Sinne des Wortes über die Nordschleife. Das sieht flott aus. Im Mercedes-Benz SLS unterwegs. Ja, noch in Runde Nummer 2. Es sind nur über 9 Minuten, das heißt schon über eine Runde Abstand auf den Führenden, wenngleich das natürlich auch nicht immer der Maßstab sein muss.
sieht mir auch schwer danach aus, dass der gute Relax Mamba mit Gamepad unterwegs ist. Auch wie immer, nur der Vollständigkeit halber, überhaupt nicht werten, ganz im Gegenteil. Man sieht es bloß an diesen kleinen ruckartigen Bewegungen und gut abgefangen, gut abgefangen. Eieieiei, das hat jetzt natürlich nicht unbedingt geholfen. Kickmack, der hier mit 1,5 Sekunden hinten dran klebt, von ihm fern zu halten. 1,1, 1,2 Sekunden Abstand sind es noch zwischen den beiden. Den Windschatten wird er hier noch nicht richtig nutzen können. Der Windschatten in GT Sport beginnt so bei 0,8 Sekunden, also da hat er noch ein paar Meter vor sich, aber... Ah, Relax Mamba scheint da mit sich, der Kiste und der Strecke ein bisschen zu kämpfen. Jetzt erstmal hier kurz durchatmen vor Ende der zweiten Runde. Aber das könnte zwischen den beiden hier auf jeden Fall nochmal richtig eng werden. Lord Titanium, einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du den Weg hergefunden hast. Such dir ein gemütliches Plätzchen. Gut, aber dann gucken wir trotzdem noch kurz drauf hier. Relax Mamba. Fährt in die Box? Warum fährt Relax Mamba in die Box? Die Reifen sehen gut aus, er hat keinen Schaden, er hat einen vollen Tank. Drückt die Blase? Ist es der Drang nach einem kalten Erfrischungsgetränk? Das wird jetzt mal sehr interessant zu beobachten sein. Oh, das war einfach die Sehnsucht nach der Pit Crew. Wir werden es vielleicht nie erfahren. Für Relax Mamba geht es auf jeden Fall weiter, hier auf Platz Nummer 12. Strafe. Dankeschön. Das war eine Drive-Thru-Strafe. Siehst du mal, ein gut vorbereiteter Streamer wüsste das. Hier oben steht es natürlich, direkt im Live-Ticker drin. Stint 2, Durchfahrtsstrafe, Relax Mamba. Danke für den Hinweis. Es ist wirklich hier. Naja. Ich bin so beim Redeschwall, wenn ich euch nicht hätte. Und es war eine Strafe aus Stint 1. Alles klar. Ich danke euch für die Info. Gucci. Also, gucken wir nochmal ganz kurz. Kickmax. Auf Platz Nummer 11. Ja, wird hier tatsächlich gleich überrundet von FKP Normpli, wenn ich das richtig im Kopf habe. Schauen wir mal auf den Mann auf der 3. Ganz genau, unser Mediamarkt Porsche lässt ihn da ganz sauber vorbeiziehen. Wie aus dem Bilderbuch. Und Kickmax im Team mit der Nummer 29 unterwegs. Das ist das Team GTW EC. Für Kickmack im BMW M6 geht es hier frisch rein in die Nordschleife. Ja, und nachdem Relax Mamba hier seine Drive-Thru-Strafe abgesessen hat, das ging ja relativ flott, hat natürlich Zeit gekostet, ne? Das waren dann doch 16, 17 Sekunden, die ihn das dann insgesamt gekostet hat. Mittlerweile der Abstand auf Kickmack. Das Team mit der Nummer 901. Und zwar das Rookie Racing Team. Ja, mal sehen, ob der Name Programm ist. Im Moment Platz Nummer 12 von 13. Bleibt auf jeden Fall dem Namen treu. Aber ist ja auch völlig Latte. Es geht um den gemeinsamen Spaß. Es geht auch vor allem um den guten Zweck, für den wir heute unterwegs sind. Oh, und Racing Spirit. Erstmal schön, dass du reinschaust. Und er fährt Lenkrad tatsächlich. Okay. Ja, dann vielleicht ein bisschen nervös, aber ist ja auch nicht schlimm. Wie gesagt, das war auch die Taste, die ich nicht drücken wollte. Gut, was wollte ich nämlich drücken? Ich wollte euch nochmal den Spendenlink reinposten, da der Command aktuell nicht funktioniert. Falls ihr für, ihr seht oben den Spendenstand, für die Flutopfer dieses Jahr spenden wollt, das vielleicht noch nicht gemacht habt oder noch ein paar Euro übrig hat, wir freuen uns über jeden einzelnen Cent. 531,78 Euro sind mittlerweile zusammen. Das ist ja schon mal richtig, richtig stark. Und wir sind noch so früh in diesem Event. Also, die Flutopfer und natürlich auch die Organisatoren des Events werden es euch auf jeden Fall danken. Alles kann, nichts muss. So, Racing Spirit liefert gerade noch eine Info nach. Die Rookie Racing Liga oder Rookie Racing ist auch eine Liga, in der GT Sport F1 und ACC gefahren wird. Das ist zum Beispiel schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Lasst uns da auch gerne mal im Kontakt bleiben, da wir auch in GT Sport und in ACC unterwegs sind mit einem eigenen Server. Also mal sehen, vielleicht können wir uns da gegenseitig befruchten. Hört sich schlimmer an, als es ist.
So, und dann haben wir sie jetzt auch alle durch, bevor wir dann versprochen natürlich auch wieder das gesamte Fahrerfeld durchcruisen. Evani auf der 13 im zweiten Mercedes hier auf der Strecke. Das Team mit der Nummer 47, nämlich das Team GTWIC2. Also, oh, der Druck des Publikums, würde ich sagen. Der Druck des Publikums, aber jetzt mal der Vollständigkeit halber, das muss man erstmal schaffen. Disconnect. Ich hab's mir gedacht, das sah zu relaxed aus, wie er da ausgerollt ist. Wir haben leider das Team GTWIC2 verloren. Ist das bitter. Einen Disconnect, 12 sind noch drauf auf der Strecke. Ah, das ist natürlich bitter. Das heißt nicht, dass das 24-Stunden-Event komplett für das Team GTWIC2 verloren ist. Das heißt, die verlorenen Runden werden mit einer Durchschnittszeit hochgerechnet. Das wird natürlich trotzdem schmerzhaft sein, weil das nicht die allerhöchste Pace sein wird. Aber, ah, das sind natürlich Schmerzen. Und ich möchte auch gerade natürlich auch nicht in der Haut des Fahrers sitzen, denn man bereitet sich ja auch nicht nur ein, zwei Stunden auf so ein Event vor und dann geht's raus. Schade. Instinct Nummer 2 hat es leider den ersten erwischt. Gutti, wir sind auf jeden Fall wieder drauf auf der Spitze. MBXX18 nach wie vor auf der 1. Aber der Abstand schwindet, Ladies and Gentlemen. Es sind nur noch knappe 9 Sekunden und das waren mal über 20. Ja, also das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie sich hier Himbeere sukzessive heranarbeitet. Wir werden natürlich gleich auch auf jeden Fall noch durchs restliche Fahrerfeld durchcruisen. Maxi King, Norman, schön, dass ihr dabei seid. Willkommen. Hobel Schlunze natürlich auch, der Bernd Mailänder-Fan. Servus und schön, dass ihr da seid. Ach, ich finde, so ein Event ist ja immer was Besonderes. Ne? Ich meine, für die Fahrer sowieso, da wird Tage, da wird wochenlang vorher extrem viel Zeit und Energie reingesteckt und es ist einfach immer wieder geil zu sehen. Ich sag's einfach mal so. Die ganze Community drumherum, die ganzen Fahrer, die Teammitglieder, die Fans, die Organisatoren. Also wirklich immer was ganz, ganz Besonderes. Und natürlich auch ein wahnsinniger Aufwand, der betrieben wird. Ich habe heute alleine 3, fast 4 Stunden investiert, um den Stream hier vorzubereiten mit allen Grafiken und so weiter und so fort, plus weitere Stunden. Und das ist doch noch ein Scheiß dagegen, was die Organisatoren hier eigentlich im Hintergrund geleistet haben und noch leisten werden. Also von dem ja auch mal ein großes, großes Dank. Und auch wenn wir noch ganz, ganz früh in diesem Event drin sind, das wird noch ein ganz, ganz starkes Wochenende. So, Abstand 7 bis 8. Heidewitzka zu Midnight Feedy 12,2 Sekunden. Wenn das die Frage war, lieber Maxi King. Aber ich denke mal ja, da wir den Kollegen Midnight Feedy aus dem Hermann Motorsport Team haben. Oder lasst mich die korrekte Bezeichnung benutzen. Hermann Motorsport Sim Racing, selbstverständlich. So viel Zeit muss sein. Und wir gehen jetzt aber nochmal das gesamte Feld von vorne bis hinten durch und schauen mal, wie sich die Abstände in den letzten Minuten verändert haben. MBXX18 auf der 1 mit 7,5 Sekunden Abstand und es wird immer weniger. Der schnelle Verfolger, WSR Himbeere im Aston Martin, ackert sich da sukzessive ran, hat hier einen richtig, richtig starken Lauf. Ich meine, wir sind erst in Runde 5 von 16 geltenden Rennrunden. Zu Ende von Runde Nummer 16 stellen die Fahrer ihre Fahrzeuge in der Box ab. Und dann geht es rüber zu Stint Nummer 3. Aber das sieht sehr gut aus und es wird wirklich Meter für Meter immer weniger. Hier werden wir also den Top 2 auf jeden Fall gleich wieder zurückkommen, versprochen. Normply auf der 3. Das ist dann richtig, richtig krass. Ich habe Stint Nummer 1 teilweise mitverfolgt. Da haben wir wirklich über eine lange, lange Phase. Ach nee, Blödsinn, ich verwechsel das gerade mit Grid Nummer 1. Hört nicht auf den Mann hinter dem Mikrofon, er weiß selten, was er sagt. Auf jeden Fall der Kampf um Platz 1 und 2 im Moment noch sehr, sehr eng, wenngleich das natürlich in dieser frühen Phase dieses wahnsinnigen 24-Stunden-Events nicht zu viel zu bedeuten hat. Aber da sehen wir krass Platz Nummer 3 bereits mit fast einer Minute Abstand auf die Top 2. Auf der 4 haben wir Jack LaMotta. Hat sich mittlerweile schon sehr, sehr deutlich von Pace Austria absetzen können. 21 Sekunden, aber auch
sehr ordentliche 34 Sekunden nach vorne. Auch da mal schauen, ob sich da die rasende Corvette sukzessive heranarbeiten kann. Aber im Moment scheint Jack LaMotta das hier ganz gut im Griff zu haben. Mr. Freezy, schön, dass du da bist. Midnight Feedy hat Schaden. Was ihr alle seht, das ist ja unglaublich. Frontschaden tatsächlich. Wieder Glück im Unglück. Schauen wir mal, ob wir das gleich noch einfangen können. Frontschaden, Aufhängungsschaden, das wird sehr unruhig. Wenigstens kein Motorschaden, das hatten wir vorhin auch schon mal. Da ist es schon passiert. Ich muss mal ein bisschen Blick auch auf die Minikarte werfen, um mal drehende Fahrzeuge zu sehen. Obwohl sich die ja auch nicht mal zwangsläufig drehen. Deswegen danke für den Hinweis. Das ist natürlich böse, das kostet jetzt auf jeden Fall Zeit, das kostet jetzt auf jeden Fall Pace und vor allem Kontrolle, die man natürlich auf der Nordschleife auch haben will und muss. Zum Glück sind es nicht mehr allzu viele Kilometer bis in die Boxengasse, aber das wird natürlich nochmal richtig Zeit kosten. Die Abstände werden leider, es ist noch das Replay, deswegen gehen wir einmal zurück ins Live-Rennen. Jetzt werden sie richtig angezeigt, 15 Sekunden Abstand auf Heide Witzka. Da ist dann also nochmal ordentlich was oben drauf gekommen, jetzt kommt noch der Boxenstopp on top. Das wird jetzt also leider nochmal richtig wehtun. So, ich versuche auch nochmal den Live-Ticker zu reaktivieren. Der will aber irgendwie nicht. Ich versuche gerade nochmal, ob wir die aktuellste Datei hier reinbekommen. Live-Ticker Grid 2. Okidoki. Mal spaßhalber den Grid 1 Live-Ticker. Der läuft. Aber der Live-Ticker Grid 2 kriegt anscheinend keine Daten mehr. So, für Midnight Feedy geht es jetzt erstmal rein in die Box. Dann schauen wir uns das restliche Fahrerfeld auch nochmal an. Versprochen. Wir müssen auf jeden Fall auch langsam mal wieder zur Spitze drauf, um zu gucken, wie da der Abstand sich verändert. 6,2 Sekunden sind es dann nur noch zwischen 1 und 2. Ah, das liegt aber daran, dass sich der Live-Ticker hier irgendwie zerschossen hat. Hier passt irgendwas nicht. Moment, das haben wir gleich gelöst. Ich glaube, dass er gleich wieder auftaucht. Irgendwie zerschießt mir OBS hier ständig den Live-Ticker. Und dann gehen wir auch gleich wieder direkt rein ins Renngeschehen. So. Nee, aber es ist tatsächlich so. Der Live-Ticker wird nicht mehr angezeigt. Vielleicht kann einer bei Gelegenheit mal gucken, ob sich dort noch Informationen drin befinden. Obwohl, kann ich auch selber mal reingucken. Schauen wir gleich. Will ich euch jetzt hier nicht mit den technischen Problemen im Hintergrund langweilen. Ich schaue gleich nochmal nach. Gehen wir erstmal durchs Feld drauf, bevor wir hier sehr einseitig übertragen und dann schauen wir, ob wir den Live-Ticker nochmal reinkriegen. Dann bin ich auch ein bisschen besser informiert. Ah, war er da gerade? Nein. Okay, wir schauen gleich nochmal. Gut. Also, MBXX18 nach wie vor auf Platz Nummer 1 mit nur noch 6 Sekunden. Es wird sukzessive weniger. WSR Himbeere hier aktuell auf Goldkurs. Gräbt hier Tausendstel für Tausendstel ab, Kilometer für Kilometer. Arbeitet sich da sehr, sehr stark an den aktuell Führenden heran. Normpli auf der 3 mit nach wie vor, ja, über 50 Sekunden, aber hat auch noch ein bisschen aufholen können. Also ist da auch auf einem ganz guten Weg unterwegs, wenn gleich eine Minute natürlich trotzdem ein ordentliches Pfund ist. Auf der 4 Jack LaMotta, 32 Sekunden. Da hat sich, wenn ich es richtig im Schädel habe, nicht allzu viel verändert. Pace Austria auf der 5. Einen schmerzhaften, wenngleich nicht allzu langen, Drive-Through-Penalty gehabt. Aktuell mit 24 Sekunden Abstand auf Jack LaMotta. Aber umso entspannteren 59 Sekunden auf Gotcha. Da haben wir den Mann im Audi unterwegs. Wie gesagt, eine Minute auf Vordermann Pace Austria. 20 Sekunden auf Heide Witzka dahinter. Da haben wir den Mann in der Chevrolet Corvette. Das Team Falcon
20 Sekunden auf Gotcha werden natürlich nicht ganz so einfach aufzuholen sein. Aber auch das werden wir natürlich ganz genau im Blick behalten, was sich da noch tut. Nach hinten sieht es deutlich entspannter aus mit 36,5 Sekunden. Stolzer Abstand auf Verfolger Midnight Feedy, den wir ja schon auf dem Bild hatten, hat den Schaden mittlerweile repariert lassen. Das hat natürlich schmerzhaft Zeit gekostet, aber versucht sich jetzt wieder heranzuarbeiten. Marv und Marco, schön, dass ihr reinschaut. Hallo zusammen. RTO Alexander auf der 9. Na, kriegt auch in nächster Zeit erstmal keinen mehr zu Gesicht. So denn es denn die Nordschleife zulässt. 24,5 Sekunden auf Midnight Feedy nach vorne. Ah, nein, das scheint eher ein bisschen geglitscht zu sein als tatsächlich die gewollten Fahrmanöver. Da hoffen wir mal nicht, dass sich hier der nächste Disconnect ankündigt. Mal nicht den Teufel an die Wand malen. Eichmann auf der 10 auch schon relativ früh diesem Rennen mit einem Schaden gebeutelt und hat schon wieder einen Heckschaden dabei. Mit dem Heckschaden wird er vermutlich, ja, wird er vermutlich erstmal weiterfahren. Scheint ihm im Moment jetzt nicht die ganz großen Probleme zu machen. Schaden am Heckspoiler sorgt natürlich nicht unbedingt dafür, dass die Kiste stabiler läuft, aber er kämpft sich weiterhin über den Nürburgring. Auf der 11 Kickmack im M6. Und Kickmack hat da, wenn ich es richtig sehe, korrigiert mich, wenn ich völligen Blödsinn behaupte, aber da nochmal die eine oder andere Position verloren. Vielleicht ist da noch etwas gewesen, was wir auch nicht im Bild einfangen konnten. Aber ich kann mich tatsächlich auch täuschen. Aktuell auf der 11 unterwegs. 1 Minute 40 Abstand auf Eichmann. Und nach hinten sind es auch 18,3. Das sieht mir auch erstmal nach einer, zwar nicht entspannten, aber erstmal relativ einsamen Runde für ihn aus. Auf der 12, Relax Mamba. 18,5 Sekunden sind es da fast schon auf Kickmack. Ach, und er ist ein Live-Ticker. Okay, sorry. Ja, mache ich natürlich sofort, habe ich gerade gar nicht gesehen. Anderer Bildschirm. Plötzlich ist der Live-Ticker wieder da. Alrighty. Jetzt ist er wieder weg. Hier stimmt was nicht. Hier stimmt was ganz entschieden nicht. Jetzt ist der Live-Ticker wieder weg. Ich mache ihn aber schon mal präventiv kleiner. Dann dürfte er auf jeden Fall da oben wieder auftauchen. Wir versuchen das hier irgendwie noch hinzubekommen, woran auch immer es gerade liegt. Ich schaue noch mal kurz, ob Google Drive verbunden ist, aber sonst hätte er ihn ja eben auch nicht angezeigt. Nee, hier ist alles in Ordnung. Er sagt sogar, dass die Datei synchronisiert wurde. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir das Thema noch hin. Ja, Bernd Mainländer-Fan hat schon lange erkannt, dass ich komplett lost hier bin. Gut. Ladies and Gentlemen, wir gehen einmal zurück an die Spitze. Da wird es nämlich immer enger. Mittlerweile der Abstand zwischen MBXX und Himbeere nur noch 4 Sekunden. MBXX kann Himbeere so langsam aber sicher im Windschatten erkennen. Wir gucken uns das einmal aus der Cockpit-Perspektive von unserem WSR-Kollegen an. Und auch er kann den Vordermann so langsam aber sicher riechen. Und es riecht nach Angst, Ladies and Gentlemen. Ganz stark hier unterwegs. Blaue Flagge heißt dann wohl, weniger für Himbeere, dass sich demnächst hier die nächste Überrundung andeutet. Aber auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Aufholjagd hier. Vom Team WS Racing eSport Red in Aston Martin. So, jetzt ist der Live-Ticker wieder da. Okay, alles klar. Edelnussmischung. Schön, dass du da bist. Grüßt euch. Eindeutig Brummi. Einen wunderschönen guten Abend. Um 13:30? Aber trotzdem, schön, dass du da bist. Man weiß ja nicht, von wo du aus zuguckst. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Einmal hier rein. Der soll nämlich eigentlich da oben sein. Und dann soll er eigentlich auch viel, viel breiter sein. Das werden wir... Pass auf, ich passe das jetzt mal. Wir machen das jetzt einmal gescheit wie für Profis. Die Schrift, keine Sorge, werde ich gleich noch anpassen. Das ist die falsche Schriftgröße. Die hat er mir hier irgendwie zerhauen. Aber auch das kriegen wir alles irgendwie gelöst.
Das machen wir erstmal deutlich kleiner. Immer noch zu groß. Aber auch das kriegen wir hier irgendwie gelöst. Es wird einfach nur immer unschärfer. Das ist das Problem. Okay. Dann machen wir es jetzt anders. Es tut mir leid, damit wir hier uns auch wieder aufs Rennen geschehen. Da gab es einen Abflug. Also müssen wir uns erstmal hier aufs Rennen konzentrieren. Ich blende den Live-Ticker jetzt mal aus und versuche das gleich noch zu lösen. Also, der Abstand zwischen 1 und 2 nur noch 2,5 Sekunden und der Abflug, den werden wir uns gleich nochmal in der Wiederholung angucken, das dürfte Eichmann gewesen sein. Eichmann, gehen wir nochmal ganz kurz drauf, versuchen wir mal 8 Sekunden zurück zu spulen. Ja, zack. Da können wir auch nochmal ein bisschen weiter zurück. Gehen wir mal 13 Sekunden und dann geht es direkt wieder zurück auf die Spitze. Über die Curbs gekommen. Ah, das war es noch nicht und hier einfach raus. Alles klar. Front- und Heckschaden, böse Geschichte, zumindest kein Motorschaden. Dann haben wir den Abflug aber auf jeden Fall noch einfangen können und wir bleiben jetzt erst einmal auf der Spitze, bevor wir uns dann auch noch im Laufe des Nachmittags um den Live-Ticker kümmern. Und nur der Vollständigkeit halber, der Live-Ticker aus Grid Nummer 1, der funktioniert so, wie er soll. Und der aus Grid 2 gucken wir uns gleich nochmal an. So. Ladies and Gentlemen, so langsam wird's eng hier vorne an der Spitze. Der Abstand zwischen MBXX18 und WSR Himbeere bei schlappen 2 Sekunden. Und das wird sukzessive weniger werden. Der Druck steigt auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, wir haben, ihr seht's links unten im Ticker, noch 21 Stunden und 21 Minuten vor uns. Da ist der Drops noch lange nicht gelutscht, aber natürlich trotzdem schön zu sehen, dass wir hier demnächst ein Überholmanöver zu sehen bekommen, so denn es die Nordschleife denn zulässt. Ja, manchmal schlägt sie nämlich auch da vorne gnadenlos zu. Aber im Moment sieht das doch sehr, sehr ordentlich aus, was Himbeere hier auf dem virtuellen Asphalt zaubert. Und versprochen, wir gucken uns natürlich auf jeden Fall auch noch das restliche Fahrerfeld an, aber im Moment wäre schade, hier wegzugehen. Himbeere mit einer sehr starken Pace unterwegs. Aktuell auch mit der schnellsten Rennrunde. Eine 7 Minuten 59,552 hier auf den virtuellen Asphalt gezaubert. Gucken wir uns das mal bei MBXX an. Mit einer 8 Minuten 2,819. Ja, auch eine gute Zeit, eine ordentliche Zeit. Aber es sind dann doch über 3 Sekunden langsamer, die schnellste Runde, als die von Himbeere. Und wenn wir uns mal die restlichen Zeiten so angucken, 8,4, 8,5, 8,6 und nochmal einen Blick auf Verfolger Himbeere, da sind es halt auch sehr konstante 8-Minuten-Zeiten. Also das spricht Bände und da wissen wir auch, woher das kommt. Somit ist das Überholmanöver tatsächlich nur eine Frage der Zeit. Einmal aus der Verfolgerperspektive von Himbeere, da kann einem fast schwindelig werden, aber dem Fahrer wird es so ähnlich gehen. Mit 250 Stundenkilometer über die Landstraße sieht man auch nicht alle Tage. So, kurz vor der Döttinger Höhe ist es dann wohl auch soweit. 0,7 Sekunden Abstand, das heißt, Himbeere befindet sich jetzt genau im Windschattenbereich, Ladies and Gentlemen. Und das auf der mit Abstand schnellsten Streckenabschnitt hier auf der Strecke. Ich glaube, das wird sich Himbeere nicht zweimal sagen lassen. Mal sehen, das Duell Porsche gegen Himbeere sieht aber sehr, sehr ordentlich aus. Ah, aber Himbeere scheint sich da jetzt auch nicht so wahnsinnig stark ranschieben zu können. Doch, so langsam aber sicher. MB versucht ihm hier nochmal so ein bisschen den Windschatten wegzunehmen, aber da ist es dann auch soweit. Der Aston Martin zieht am Porsche vorbei. Enge Geschichte, meine Güte, das bei 270 Stundenkilometern. Jetzt ist wirklich höchste Konzentration angesagt, aber wenn zwei das können, dann auf jeden Fall die beiden hier. Jetzt nicht unnötig stressen lassen. Kurz vor dem Ende von Runde Nummer 6, 10 Runden habt ihr noch vor euch. Somit Führungswechsel auf Position 1 und 2. Es ist das geschehen, was abzusehen war, aber von beiden trotzdem bisher ein richtig, richtig starker Lauf. WSR Himbeere auf 1, MBXX18 auf 2. DPMKC 1900 VFL, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist. Und natürlich auch Pribbe, falls ich mich noch nicht gemeldet hatte, schön, dass du reinschaust.
Gucci, dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal das Feld durch und machen wir das doch einfach mal in umgekehrter Reihenfolge, dass wir hier auch wieder zu der Spitze zurückkommen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es jetzt hier erstmal keine Überholmanöver mehr geben wird. Obwohl wir noch sehen, auch so ein Himbeere kann man leicht den Hintern verlieren, denn wir sehen es links unten eine Reifenverschleißanzeige. So langsam aber sicher wird sich auch das abbauende Gummi bemerkbar machen. Aber natürlich auch bei allen Fahrern, schauen wir uns das bei Verfolger MBXX an, da sieht es sehr ähnlich aus. Also der Grip wird logischerweise sukzessive nachlassen. Aber wie gesagt, alle mit den gleichen bzw. sehr ähnlichen Bedingungen hier unterwegs. Somit kein Pace-Vorteil des Vorder- oder Hintermanns. So, wie gesagt, gehen wir sie nochmal sukzessive durch. Wir springen auf Platz Nummer 12, dem aktuellen Schlusslicht. Relax Mamba. Und wir können auch nochmal die Teams einblenden, der Vollständigkeit halber. Das Team mit der Nummer 901, Rookie Racing Team im Mercedes-Benz SLS AMG GT3 unterwegs. Gerade rauschend über die Döttinger Höhe mit 34,5 Sekunden Abstand auf Vordermann Kickmack. Da haben wir ihn im BMW M6. Das Team mit der Nummer 29, GTWIC. Ja, das Schwesterteam. Leider ausgeschieden aufgrund eines Disconnects. Das tut natürlich jetzt erstmal weh, aber in Stint Nummer 3 werden wir sie dann auf jeden Fall wiedersehen. Kickmack aktuell auf der 11 unterwegs. Ja. Und fährt das Rennen gegen sich selbst. 34 Sekunden nach hinten, 26 nach vorne. Bis auf die ein oder andere Überrundung, die jetzt hier auch demnächst anzustehen scheint. Erstmal keine Gefahr aus beiden Richtungen. Auf der 10 haben wir Eichmann. Und Eichmann hat es heute schon zweimal erwischt. Einmal schwer vorne und hinten, zum Glück ohne Motorschaden. Sich dann auch nochmal einen kaputten Heckspoiler geholt. Also ein bisschen öfters in der Box gewesen, als er das vermutlich geplant hat. Das hat auf jeden Fall Zeit und Nerven gekostet. Aktuell auf der 10 unterwegs. Das Team mit der 37, 44 Performance. Ja, mal schön reingerutscht in die Nordschleife. Jetzt die Ruhe bewahren. Aber es sind auch schon stolze 4 Minuten 53 auf Vordermann RTO Alexander. Den haben wir hier im Aston Martin unterwegs. Kämpft sich durch die grüne Hölle. Nach hinten sieht es erstmal relativ entspannt aus mit fast 5 Minuten Abstand. 24,5 Sekunden auf Midnight Feed. Nach vorne sind natürlich auch erstmal ein ordentlicher Klotz Holz. Aber wir haben es gesehen, was hier alles passieren kann innerhalb kürzester Zeit. Also auch hier ist der Drops noch lange nicht gelutscht. Und Alexander mit der Nummer 93 unterwegs für das Racing Team aus Friesland Nummer 2. Midnight Feedy, da haben wir ihn wieder. Ja, schon öfters heute im Bild gehabt, leider auch manchmal ein bisschen unfreiwillig. Der Fahrer des Hermann Motorsport Sim Racing Teams leider schon mit einem Schaden in die Box gegangen. Zum Glück haben wir heute noch keine richtig schweren Motorschäden gesehen. Somit konnten alle einigermaßen ihre Pace fahren. Aber auch einen kaputten Spoiler und eine kaputte Aufhängung will natürlich niemand haben. Das kostet Kraft, das kostet Zeit. Und Maxi King hat ein Sub dagelassen. Vielen Dank. Ich freue mich. Welcome back. Jetzt schon 7 Monate dabei. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und ich sehe aber gerade, dass die Anzeige im Stream noch nicht so richtig war. Das sind so die Feinheiten. Ja, ich kriege nicht den Live-Ticker hin. Sukzessive arbeiten wir uns daran. Aber vielen, vielen Dank. Sehr, sehr cool. So. Wir gehen weiter auf Platz Nummer 7. Heidewitzka 84 in der Corvette. 15, fast 16 Sekunden Abstand auf Vordermann Gotcha, 7,5 nach hinten. Das ist jetzt auch nicht der riesengroße Puffer, der einen jetzt hier zum Ausruhen einlädt. Insbesondere natürlich auch nicht, weil wir noch über 21 Stunden insgesamt auch vor uns haben. Die Teamkollegen werden es ihm danken, wenn er hier die Pace hochhält. Das Team mit der Nummer 44, Falcon Racing, aktuell auf 7 unterwegs. Und 9 Runden haben die Kollegen hier in Stint Nummer 2 noch vor sich. Gotcha auf der 6. Ich wiederhole mich an der Stelle gerne nochmal, der einzigste Audi hier im Fahrerfeld unterwegs. Obwohl wir in Grid A tatsächlich auch ein Audi dabei haben.
Natürlich auch immer mal wieder fürs Auge ganz nett, ein bisschen Abwechslung auf der Strecke zu haben. Aber definitiv nicht das einfachste Fahrzeug hier im Starterfeld. Und die Nordschleife kommt noch dazu. Der Druck des Publikums wäre ihm da fast zum Verhängnis geworden. Nach hinten sind es immerhin noch 16,2 Sekunden. Nach vorne sind schon 1,5 Minuten. Also hier gilt es jetzt einfach, die Konzentration hochzuhalten. Und so viel wie möglich fürs Team herauszuholen. Das Team mit der Nummer 159, Kart Halle Wittlich eSports. Und jedes Mal, wenn ich es lese, kriege ich wieder Lust aufs Go-Kart fahren. Genauso natürlich beim Sponsor dieses 24-Stunden-Events. Nämlich der Planet Kartbahn Walldorf. Ist das nicht wundervoll? Auf der 5 Pace Austria. Im Mercedes-Benz AMG GT3 unterwegs. 16,5 Sekunden sind es da auf Jack LaMotta. Ja, da hat er zumindest, wenn ich es richtig im Kopf habe, nochmal ein bisschen Zeit wieder aufholen können. Nachdem ja Jack LaMotta und Pace Austria hier gleichzeitig aus der Box rausgekommen sind zum Rennstart. Jack LaMotta dann aber, nee, andersrum. Pace Austria, Jack LaMotta dann vorbeiziehen hat lassen und noch eine kurze Drive-Thru-Strafe hatte. Die er aus Stint Nummer 1 hier mitbekommen hat. Aber im Moment hier auf Platz Nummer 5 sehr ordentlich unterwegs. Es sind über 2 Minuten auf die Spitze. Aber auch das im Moment noch eine sehr, sehr ordentliche Position. Auch hier ist noch einiges drin. Unfall P1 lese ich gerade im Chat. Oder ist das eine andere? Doch, tatsächlich! Himbeere! Mensch, bin ich denn völlig dämlich? Danke für die Info. Ich war völlig verwirrt, weil MBXX ja den größten Teil des Stints hier auf Nummer 1 war. Himbeere hat es erwischt, tatsächlich. 9,2 Sekunden sind es da plötzlich. Ich versuche so weit wie möglich 18 Sekunden zurückzuspringen, ob wir das noch einfangen können. Da war es leider schon passiert. Ihr seid wirklich Adleraugen. Den unglaublich starken WSR Himbeere hat es da gepackt. Wie stark hat er sich hier an MBXX herangearbeitet? Jetzt sind es dann schon 9,5 Sekunden. Ja, der Heckspoiler. Das kostet ein bisschen Pace, das kostet ein bisschen Stabilität. Jetzt wird es natürlich interessant zu sehen sein, aber ich gehe mal fest davon aus, dass Himbeere zur Reparatur jetzt in die Box reinfahren wird. Sonst werden das immer gerade auf der Nordschleife natürlich sehr lange, sehr schleppende Runden. Und wir haben in diesem Stint noch 9 Runden vor uns. Also da wird Himbeere auch noch eine faire Chance haben, sich ranzuarbeiten. Und ganz ehrlich, guckt euch mal den Sprit an. Vielleicht ist es jetzt auch einfach der vorgezogene Boxenstopp. Vielleicht hat ihm, ja, der Unfall natürlich Zeit gekostet. Aber wir schauen mal, was er jetzt tatsächlich macht. MBXX18 auf jeden Fall, dadurch natürlich der Profitierende gewesen. Nach wie vor jetzt hier auf der 1 unterwegs, kann jetzt erstmal in Ruhe weiterfahren. Wird sich ein bisschen in den Ast lachen. Obwohl ich ihm das jetzt nicht unterstellen möchte. Ja, und da sehen wir schon, relativ langer Boxenstopp. Es wird aber auch getankt. Die Reifen hat er vermutlich auch gewechselt. Schauen wir mal schnell. Ich denke mal, genau. Also, gleich das als regulären Boxenstopp genutzt. Frisches Gummi auf den Felgen, einmal vollgetankt, repariert. Und es geht mit 47,5 Sekunden Abstand auf die Strecke zurück. Richtig böse, aber vom wieder erst platzierten MBXX werden wir mit Sicherheit auch noch einen Boxenstopp zu sehen bekommen. Und dann schauen wir mal, wie sich Himbeere da wieder heranarbeiten kann. Er hat es schon mal geschafft. Also hier ist der Drops noch nicht gelutscht und noch nichts verloren. Gut, gehen wir sie nochmal sukzessive durch. Ich würde mal sagen, von Platz... Haben wir nochmal jemanden verloren? Wir haben nochmal jemanden verloren, Ladies and Gentlemen. Ich springe einmal auf Platz Nummer 11. Relax Mamba, wir sind mit 13 gestartet. Einen Disconnect haben wir mitbekommen, GTWEC Team 2, aber wir haben anscheinend noch einen verloren. Gehen wir mal kurz durch. Ah, Midnight Freddy Disconnect. Hermann Motorsport Sim Racing. Leider mit einem weiteren Verlust in Stint Nummer 2. Danke für den Hinweis.
Also noch 11 auf der Strecke unterwegs. Auch hier wieder noch nichts fürs Gesamtevent verloren. Ja, den Fahrern, die hier einen technischen Fehler, einen Disconnect erleiden, bekommen eine durchschnittliche Rundenzeit, die sie dann zumindest nicht komplett hinter dem Feld hinterherfahren lässt. Aber das ist natürlich trotzdem richtig bitter. Das wird die eigene Pace vermutlich nicht auffangen können. Naja, schauen wir mal, wie es jetzt hinter drei und weiter geht. Schade, zwei Verluste bereits in Stint Nummer 2. Gut, ja, oder eben auch nicht. Das sind halt so die Dinge, das ist natürlich extrem, extrem ärgerlich, gerade auch in der Haut des Fahrers natürlich mit der ganzen Vorbereitung etc., aber die Fahrer fahren ja in der Regel ja nicht nur einen Stint, können sich da auf jeden Fall noch über ein paar Kilometer auf der Nordschleife freuen. Aber es ist halt auch wie im realen Motorsport, dort haben wir auch technische Schäden und da muss man die Kiste komplett abstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett unrealistisch wäre, aber dass es ärgerlich ist, ist natürlich gar keine Frage. Vor allem am Ende machen wir das ja auch alles aus Spaß an der Freude. Und sowas tut einem dann natürlich dann immer weh, ganz klare Sache. So. Also nochmal im Schnelldurchlauf das gesamte Feld durch und dann werden wir uns auch nochmal den Live-Ticker angucken, ob wir den nochmal hier in Gang kriegen, um nochmal einen Überblick dazu bekommen, was alles passiert ist. Wir haben Relax Mamba auf der 11. Wir haben den mehrfach gebeutelten Eggman auf der 10. Kickman wäre auch ein schöner. Mensch, schöner Superheldenname. Gab's nicht Kickman oder Kickboy? Irgendwie sagt mir das was. Auf jeden Fall auf der 9 im BMW M6. Auf der 8 haben wir RTO Alexander im Aston Martin. Auf der 7 Heidewitzka 84. Auch mit einem ordentlichen Puffer nach vorne und hinten. Gotcha im Audi auf der 6. Pace Austria im AMG auf der 5. Jack LaMotta auf der 4. FKP Normpli auf der 3. Den dann doch überraschend gebeutelten WSR Himbeere auf der 2. Nach wie vor 42 Sekunden Abstand auf MBXX. Aber auch das ist schon wieder ein bisschen weniger geworden. Da geht noch was. Und der Führende, der bisher hier sehr sauber durchgekommen ist. Aber natürlich jetzt auch mit schlechteren Reifen unterwegs. MBXX 18 im Porsche auf der 1. So, richtige Duelle haben wir im Moment nicht. Was trotz der 42 Sekunden Abstand auf jeden Fall dann nochmal interessant wird, wie sich Himbeere hier auf jeden Fall wieder ranarbeiten kann. Und auch im hinteren Feld werden wir sicherlich nochmal die ein oder andere Überraschung mitbekommen. Ich werde jetzt nochmal kurz gucken, ob ich unseren Live-Ticker hier nochmal eingespielt bekomme. Und ich werde es komplett anders machen. Ich werde ihn einfach nochmal komplett neu einspielen. Und dann sollten wir das hier auf jeden Fall irgendwie gelöst bekommen. Und wenn ihr zwischendrin mal Fahrzeugteamwünsche habt, dann einfach reinposten. Ich will ja auch nicht die ganze Zeit auf den ersten draufbleiben. Dann können wir sehr gerne auch die einzelnen Fahrer nochmal durchgehen. Tackert das einfach rein, dann switchen wir auch gerne mal in einer anderen Reihenfolge durch. So, Live-Ticker Nummer 2 ist synchronisiert. Fügen wir nochmal ein. Areal Black. Standard. Und ich glaube, in meinem Fall Größe 36. Das probieren wir mal kurz aus. Legen wir noch einen kurzen Filter drüber. Und Racing Spirit möchte sich gerne den 11. platzierten SLS anschauen. Sehr gerne sogar.
Da kommt er gleich, da ist er. Ah, schaut mal, da ist unser Live-Ticker wieder. Sieht immer noch ein bisschen komisch aus. Damit er euch nicht stört, mache ich ihn jetzt zumindest erstmal kleiner. Vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen hübscher hin. Das sollte eigentlich anders aussehen. Komischerweise funktioniert der Live-Ticker für Grid 1 ganz hervorragend. Aber hier habe ich irgendwie Herausforderungen mit. Aber dann lassen wir es zumindest jetzt erstmal so eingeblendet, dann kriegt ihr die wichtigsten Informationen mit. Vielleicht mache ich die Schrift noch mal ein bisschen langsamer und dann könnt ihr auch lesen, was da durchtackert. So. Haben wir es zumindest irgendwie gelöst. Ladies and Gentlemen, es ist noch eine knappe Stunde, bevor Stint 2 zu Ende geht. 21 Stunden, bis hier im gesamten 24-Stunden-Event die schwarz-weiß karierte Flagge gehoben, geschwenkt wird und durch die Luft geworfen. Und an der Stelle mein Dank an die ganzen Follows, die reingekommen sind. Entschuldigt vielmals, es ist keine Böswilligkeit, dass ich euch alle nicht erwähne. Ich gucke mal hier kurz rüber. Labea, Scorpion, Zwackelmann, DPM, eindeutig Brummi, Flamehaze, Flubber, Artemy, Marco, Kevman, Senna, Subsports, The Friedel, Oli, Meinyard, Passjul, Jack Lamotta, 0097543 und die Zusatzzahl 7. CHWZ 1976 Racing Spirits, der Zelda Pack Freisee. Schön, dass ihr dabei seid. Keine Böswilligkeit, nur maximale Verpeiltheit. Ich krieg das oft nicht mit. Und der gute Beta natürlich. Beta, schön, dass du da bist. Und Hobelschnulze hat für einen Monat gesubbt. Vielen, vielen Dank. Willkommen an Bord. Der Song ist für dich. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich tanze. Okay. So, somit haben wir zumindest einen halben Live-Ticker zurück. Und können somit auch ganz gut oben verfolgen, wer, wo, wie, wann einen entsprechenden Schaden gehabt hat. Auf der anderen Seite kann ich ja auch mal hier einen Blick bei der Rennleitung reinwerfen. Und dann gehen wir versprochen gleich auch nochmal das gesamte Fahrerfeld durch. Und Manni, erstmal schön, dass du da bist. Und Narasch natürlich auch. Warum nur 11 Autos? Ja, 2 Disconnects. Hermann, Motorsport Sim Racing und GTWIC Team 2 sind leider ausgeschieden, haben sich ins digitale Nirvana verabschiedet. So. Ich werfe nochmal einen ganz kurzen Blick in die aktuellsten Informationen. Ah, und der gute Rob, einer unserer Event-Streamer, schreibt gerade, dass es ihm gar nicht gut geht. Er liegt flach und weiß nicht, ob er tatsächlich die Streams noch übernehmen kann. Das mal bloß als kleine Information am Rande. Ich schaue mal ganz kurz. Welche Streams der gute Rob denn eigentlich gemacht hätte. Aber das nur als kleine Info am Rande. Und dann gehen wir auch das restliche Fahrerfeld nochmal durch, versprochen. Der gute Rob wäre eigentlich für das Finale morgen in Stint Nummer 2 zuständig gewesen. Zwischen 9 und 11. Naja, da wird sich bestimmt noch jemand finden. Okay, währenddessen sehe ich aber auch gerade, es gibt hier auch einen Live-Ticker Grid 2. Somit wissen wir genau, Runde Nummer 4, Heckschaden, Eichmann. Der Rest ist noch nicht ganz so aktuell, aber da oben sehen wir es ja auch. Alrighty, Ladies and Gentlemen, einmal zu RTO Alexander bitte, aber sehr gerne sogar. Wir switchen auf Platz Nummer 8. Und Rico, schön, dass du reinschaust. Welcome.
hübschen Eisbär hast du neben dem Namen. Danke dir. So, ich trinke jetzt erstmal einen Schluck aus meiner Pulle und dann gehen wir auch nochmal durch. Ne? Wir befinden uns jetzt in Anführungsstrichen natürlich in einer Phase, bei der jetzt ein bisschen zäher wird, in Anführungsstrichen. Ja, die Abstände zwischen den Fahrern werden ein bisschen größer. Das wird sich auch in den verbleibenden 21 Stunden wahrscheinlich nicht groß ändern. Wir werden aber definitiv noch ein paar spannende Geschichten zu Gesicht bekommen. Wir werden uns auch mal eine Runde aus der Cockpit-Perspektive angucken. Einfach mal gemeinsam eine gesamte Runde auf Nürburgring mit Nordschleife. Uns mal die einzelnen Kurven und Streckenabschnitte angucken gemeinsam. Die Zeit dafür sollten wir auf jeden Fall haben. Und das sieht auf jeden Fall hier sehr solide aus von Alexander auf der 8. Und wir gehen jetzt einmal das gesamte Fahrerfeld nochmal von Platz 11 bis Platz 1 sukzessive durch. Also, auf der 11, Relax Mamba mit 51 Sekunden Abstand auf Eichmann. Den guten haben wir hier im Bild. Hat sich schon den ein oder anderen Schmerz heute zugezogen. Und auch wenn es da nach einem sehr knappen Duell auf der Strecke aussieht, ist das tatsächlich... Das sind tatsächlich zwei Fahrzeuge in verschiedenen Runden. Zwischen Eichmann und Kickmack sind es nämlich, hier haben wir ihn im Bild, dem Mann im M6. 20,5 Sekunden. Alexander hatten wir eben schon im Bild auf der 8. Und Destiny, erstmal willkommen, wünscht sich Platz Nummer 7, Heidewitzka von Falcon Racing. Habe ich das richtig genannt? Falcon Racing. Ganz genau. So, Heidewitzka ganz solide hier unterwegs, hat sich aus dem gröbsten Ärger heraushalten können. Im Moment auch, soweit wir das beurteilen können, ohne Schaden unterwegs. Position Nummer 7, das sieht doch erstmal ganz ordentlich aus. Nach hinten ist es ein entspannter Abstand von 54 Sekunden. Und nach vorne sind es nur in Anführungsstrichen 12,5 Sekunden. Also, das kann sich auch ganz schnell ändern. Wir können mal ein bisschen auf die Pace gucken. Die schnellste Runde von Heidewitzka war tatsächlich die letzte Runde mit einer 8.8139. Ansonsten so, ich sag mal im Schnitt so 1.10er Runden. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und schauen wir auf Vordermann Gottschalk auf der 6. Ja, Gottschalk ist dann doch ein kleines Tick schneller. Hat dann doch, ist dann immer so unter 8.10. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf Heidewitzka. Ja. Also die Pace von Gottschalk scheint dann doch ein bisschen zügiger zu sein. Wird vermutlich hier nicht ganz so einfach für Heidewitzka zu werden, den Abstand zu verringern. Im Moment sind es auf jeden Fall 13 Sekunden. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Pace Austria auf der 5 im AMG unterwegs. Keine Gefahr von hinten. Wie gesagt, die beiden Fahrzeuge befinden sich in unterschiedlichen Runden. Und Pace Austria trotz der Drive-Thru-Strafe in der sehr frühen Phase dieses zweiten Stints im Moment noch sehr ordentlich unterwegs. Mal Platz Nummer 5. Damit kann man, glaube ich, recht zufrieden sein. Aber es sind nach wie vor auch ordentliche 40 Sekunden Abstand auf Vordermann Jack LaMotta. Der Vollständigkeit halber. Im Chat noch einmal der Link zur heutigen Event-Spendenaktion. Über betterplace.org könnt ihr, wenn ihr möchtet und 1 Euro übrig habt, für die Flutopfer diesen Jahres spenden. Wie gesagt, fühlt euch nicht genötigt, aber falls ihr es noch nicht gemacht habt, falls ihr den einen oder anderen Euro übrig habt, freuen wir uns alle. Insbesondere die, die es am nötigsten haben. Und die Sim Racing Liga sorgt dafür, dass das Geld an den richtigen Stellen landet. Wir sind mittlerweile bei einem Spendenstand von 531,78 Euro. Da hat sich jetzt länger nichts mehr getan. Da müssen wir jetzt mal was dagegen tun. Also. Da müssen wir jetzt mal was dagegen tun. Ich habe mir das gerade mal aufgemacht. Hochwasserhilfe beim SLR 24-Stunden-Rennen. Jetzt spenden. Dann könnt ihr hier verschiedene Beträge rein tickern. Ich gebe jetzt einfach meine 10er ein.
Dabei muss es ja nicht bleiben. Einmal bezahlen über PayPal, Daten zur Spende. Denn theoretisch könnt ihr dann nämlich auch, wenn ihr eure Daten hinterlasst, das Ganze auch bei der Steuererklärung einreichen, da Spenden steuerfrei sind. So, einmal die E-Mail-Adresse hinterlegen, öffentlichen Namen, so wie er im Ausweis steht, kotzender Eisbär natürlich. Und dann könnt ihr doch anklicken, ob ihr eine Spendenbescheinigung haben möchtet. Eventuell für die Steuer. Je nachdem. That's totally yours. So, dann könnt ihr das zum Beispiel über Kreditkarte oder PayPal bezahlen. Ihr seht es gerade nicht, aber ich erzähle es euch einfach mal. Und während ich hier quatsche, gehe ich mal zurück auf Platz 1. Oh, da gab es einen Wechsel. Danke für den Hinweis, ich war abgelenkt, aber es war für einen guten Zweck. Ich bin auch noch nicht ganz fertig, schließen wir gleich noch ab. Es gibt tatsächlich einen Führungswechsel auf Platz 1 und 2. Himbeere auf 1, MBXX auf 2. Und das ist sehr, sehr spannend. Und es liegt daran, wie wir es vorhin vermutet haben, dass MBXX ja natürlich auch noch in die Box rein musste. Aber was natürlich tatsächlich erstaunlich ist, dass sich Himbeere hier mit dem Unfall und mit über 40 Sekunden Abstand dann hier tatsächlich noch so ranarbeiten hat können. Unglaublich stark. Ja, schade, bitter. Da habe ich ein bisschen gepennt, dass wir das jetzt hier nicht auf den Schirm gekriegt haben. Ja. Mal ein bisschen selbst reflektieren und dazulernen. Aber auf jeden Fall WSR Himbeere zurück auf Platz Nummer 1. Und das ist trotzdem nach wie vor sehr, sehr spannend. Gucken wir uns vielleicht mal ein bisschen den gefüllten Tank an. Himbeere hatte ja bereits einen, ja, mehr oder weniger unfreiwilligen Stopp eingelegt, weil er sich auch eine Reparatur holen musste. Das ging zum Glück recht flott. Ist ja noch mit einem dreiviertelvollen Tank unterwegs. Verfolger MBXX hat ein bisschen mehr mitgenommen. Das heißt, hat dann auch einen kleinen Tick länger in der Pit drin gestanden. Ob das am Ende dann jetzt das Zünglein an der Waage sein wird, das werden wir sehen. Wir befinden uns in Runde 10 von, es steht zwar oben 17, aber es sind 16 offizielle Rennrunden. Also haben wir auf jeden Fall noch ein paar Umrundungen der Nordschleife vor uns. Aber ganz stark und alles andere als selbstverständlich, dass Himbeere hier wieder auf Platz Nummer 1 vorgekommen ist. So, ich werde jetzt mal kurz meine Spende abschließen, dass ich hier nicht nur noch irgendwelche Sprüche hier mache, sondern auch was leiste. Wenn es schon nicht mit der professionellen Kommentierung reicht. Einmal PayPal, bitteschön. Und was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, wenn ihr hier eine Spende über betterplace.org macht, könnt ihr auch angeben, ob ihr auch BetterPlace selber unterstützen wollt, für das Tool, was sie anbieten, für die Projekte, die sie selber unterstützen. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. So. Und komischerweise steht jetzt rechts oben letzte Spende anonym. Das war eigentlich ich und ich habe eigentlich auch den Namen eingegeben. Vielleicht liegt es daran, dass Kotzen da im Text stand. Ich weiß es nicht. Hat beim letzten Mal auch schon nicht funktioniert. Dann spenden wir halt anonym. Ist ja auch Latte. Hauptsache es kommt beim richtigen Mal. So. Somit, Ladies and Gentlemen, gehen wir das Fahrerfeld nochmal durch. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Also nochmal im Schnelldurchlauf von 11 bis 1. Wir haben Relax Mamba im Mercedes SLS auf der 11 mit 1 Minute 10 Abstand auf Vordermann Kickmack. Kickmack, ja, sehr frisch in der Box drin gewesen. Oh, richtig viel Sprit mitgenommen. Somit dann nochmal einen kleinen Tick, nochmal einen Platz, wenn ich es richtig im Kopf habe, zurückgefallen. Nun auf der 10. Es sind aber gerade mal 4, jetzt gleich nur noch 3 Sekunden Abstand auf Eichmann. Eichmann, oh, mit Motorschaden. Eichmann mit Motorschaden. Ich vermute mal, das lässt sich an der Stelle nicht mehr einfangen. Da hatte er ihn schon. Leider nicht der erste Abflug von ihm heute, aber der erste richtig schmerzhafte. Und das in dieser frühen Phase der Nordschleife. Das wird eine ganz, ganz lange schmerzhafte Runde. Eieieiei.
Das wird ein harter Ritt. Kick-Mac kommt von hinten. Findet da jetzt hoffentlich eine saubere Lücke. Eichmann, ja, macht dann auch sauber Platz. Passt, macht auch wirklich keinen Sinn. Kann leider nicht mehr die volle Leistung des Motors abrufen. Kickman sich somit in dem Moment auf Platz Nummer 9 vorgeschoben. Und das wird eine richtig, richtig lange Runde für Eichmann. Schmerzhaft. RTO Alexander auf der 8. Braucht sich von dem Ärger da hinten nicht beunruhigen lassen. 6 Minuten Abstand sind es mittlerweile auf die Verfolger. Glitscht nach wie vor noch so ein kleines bisschen durch die Gegend. Aber im Moment läuft noch alles. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Oh nein, Abflug! Abflug, Frontschaden. Frontschaden, Aufhängungsschaden, der Druck des Publikums und die Nordschleife zusammen haben wir wieder zugeschlagen. Wir gucken uns das nochmal ganz kurz an. Ist da auf die Curbs draufgekommen? Ah, hier raus, beschleunigt, Heck weggezogen, zack, rein in die Bande. Ja, genau das ist es. Genau das ist es, so schnell passiert es. Und es gibt gerade natürlich auch auf der Nordschleife mehr als genügend Ecken, wo einem das passieren kann. Auch hier leider, leider in einer sehr frühen Phase der Strecke. Also lange Runde bis zur Box, aber wenigstens kein Motorschaden. Und ja, wie gesagt, die 6 Minuten nach hinten, die geben einem erstmal ordentlich Puffer, zumindest wenn man keinen Platz verlieren wird. Platz Nummer 8 dürfte es fürs Racing Team aus Friesland dann auf jeden Fall erstmal bleiben. Allerdings wird der Abstand zu Vordermann Heidewitzka vermutlich auch nicht viel geringer. Da sind es aktuell 14 Sekunden hin und werden jetzt wahrscheinlich tendenziell auch eher mehr werden. Dabei sehe ich interessanterweise, dass der Live-Ticker Nummer 2 gerade wieder funktioniert, aber komplett anders aussieht. Es ist ein faszinierendes Stück Technik, aber jetzt haben wir ihn vielleicht endlich da, wo wir ihn haben wollen. Ich glaube auch sagen, wir fassen ihn jetzt so wenig wie möglich an. Ich schaue nochmal, ob ich die Schriftart ein bisschen vergrößert bekomme. Und ich glaube, auf dem Stand lassen wir ihn jetzt einfach mal nichts anfassen, einfach so lassen. Und wir haben wieder einen funktionierenden Live-Ticker. So. Obwohl ich mich gerade frage, was der Unterschied ist zwischen Live-Ticker 1 und Live-Ticker 2. Da wir hier auch Informationen sowohl von Stint 1 als auch Stint... Ach nee, doch, ist aber Grid Nummer 2. Nee, passt, alles klar. Wir sind wieder mit allem drum und dran. Es hat über eine Stunde gedauert, aber es passt. So, Nachteule fragt, wie man spenden kann. Du, klick einfach auf den Link, den ich 2 Nachrichten über deiner... Achso, warte mal, vielleicht hast du es gar nicht mitbekommen. Vielleicht bist du später hinzugekommen. Hier ist nochmal der Spendenlink zu betterplace.org. Zack. Und über den Link könnt ihr direkt für die Flutopfer in diesem SLR 24-Stunden-Event spenden. Ganz einfach, wenn du Fragen hast, ansonsten melde dich gerne. Und ich entschuldige mich schon mal für den Nightbot, der heute wieder sehr, sehr streng ist. So, bei Heidewitzka sind wir stehen geblieben. Wir gehen auf Platz Nummer 6, Mr. Gotcha. Im Audi fliegt im wahrsten Sinne des Wortes durch die grüne Hölle. 48 Sekunden nach hinten, 52 nach vorne. Ein relativ einsames Rennen im Moment, aber zumindest ärgert ihn auch keinen und er auch niemanden. Reifen und Sprit sehen auch noch relativ solide aus. Roundabout 6 Runden vor Ende des zweiten Stints. Pace Austria nach wie vor sehr stabil auf der 5. Scheint sich das auch erstmal nicht nehmen zu lassen. 52 Sekunden nach hinten, 58 nach vorne, auch relativ einsam unterwegs. Aber kann mit seinem bisherigen Rennen sehr, sehr zufrieden sein. Normply fährt in dem Moment in die Box. Die Crew, ihr seht es, ah, die Knie sind gespannt. Ja, die Jungs machen nichts anderes, den ganzen Tag Sit-Ups, bis endlich wieder einer hier in die Box reinkommt und freuen sich, dass es endlich losgeht. Herrlich. Dafür sind sie geboren. Und dann geht's für Normply auch gleich zurück auf die Strecke.
Wir gehen einmal weiter vor. Jack LaMotta hat sich somit im Moment auf die 3 vorgeschoben. Oh, wow, wow, da ist aber ein bisschen was passiert. Norm Plee durch den Boxenstopp. Jack LaMotta bereits in der Box drin gewesen, mit sehr frischen Reifen unterwegs, also auch frisch raus aus der Pit. Und hat sich auf Position Nummer 3 vorgeschoben. Ja. Die Corvette guckt nicht nur böse, sondern ist auch schnell. Es sind zwar immer noch weit über eine Minute 20 etwa, auf die Top 2. Aber richtig starken und vor allem einen sehr soliden, einen sehr stabilen Lauf oder zweiten Stint, den Jack LaMotta hier gerade hinlegt. MBX X18, ein X vergessen, glatt mal verschluckt, auf der 2. Muss, glaube ich, auch nicht traurig sein, fährt auch einen sehr, sehr soliden Lauf. Platz Nummer 1 musste er mehr oder weniger zwangsläufig an Himbeere abgeben, was natürlich umso beeindruckender ist, dass Himbeere auch schon einen Abflug gemacht hat. Aber im Moment hier wirklich eine sehr solide Leistung vom Team Nummer 36. Auch hier gerne nochmal die Teameinblendung, dem LST Sim Racing Austria. Auf der 1, WSR Himbeere. Ja, zeigt hier nicht das erste Mal, was er auf dem Kasten hat. Der aktuelle Fahrer von WS Racing eSport Red. Den ganzen Stint es reicht. Wir brauchen keine weiteren Buchstaben. Schon sehr, sehr stark unterwegs hier. Hat das jetzt hier schon mehrfach unter Beweis gestellt. Hat MBXX hier wirklich sukzessive Zeit abgeknappert und trotz Schaden und zusätzlichen Boxenstopp, nee, Blödsinn, es war ja kein zusätzlicher Boxenstopp, er hat es ja einfach zu seinem regulären gemacht, aber trotzdem natürlich Zeit und Stabilitätsverlust, hat sich hier wieder sehr, sehr solide zurückgekämpft. Roundabout 5 Runden hat er noch vor sich. Und wenn es dabei bleibt, und man macht das wirklich sehr, sehr gut, wird das in der Übergabe zu Stint 3 Platz Nummer 1. Noch hat das natürlich nicht allzu viel zu sagen. Ihr seht es nochmal links unten auch im Ticker. Das Event geht noch über 20,5 Stunden. Da kann und wird noch einiges passieren. Aber das sieht doch schon mal sehr, sehr solide aus, was das WS Racing eSport Team Red hier auf den virtuellen Asphalt zaubert. So, Nachteule. Wow. Nachteule hat 50 Euro dagelassen. Nachteule, sehr, sehr cool. Alles andere als selbstverständlich. Vielen, vielen Dank dafür. Einfach mal im Namen der Organisatoren und der Flutopfer, die das Geld wirklich dringend gebrauchen können. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ganz ehrlich, vielleicht kannst du mir einfach mal verraten, wie du es geschafft hast, dass dein Name angezeigt wird. Ich bin echt zu dämlich dafür. Es ist nicht wichtig, aber manchmal zweifle ich an mir selber. Aber unabhängig davon, mega stark. Mega stark. Wir sind somit insgesamt bei einem Spendenstand von 591,78 und da wird in den nächsten Stunden mit Sicherheit noch was dazukommen. Ich meine, die große Flutkatastrophe in Deutschland oder Mitteleuropa allgemein ist wohl an keinem von uns so komplett vorbeigegangen und viele werden sicherlich ihren Beitrag auch schon geleistet haben. Man kann und darf das aber auch nicht von jedem erwarten. Von dem her vielen, vielen Dank und wie gesagt, jeder Euro zählt und da bin ich nicht der Einzige, der sehr zu schätzen weiß. Mit Sicherheit sogar. So, Hobelschlunze freut sich über das Design von Himbeeres Aston. Ja, tatsächlich auch eine der sehr aufwendigen Lackierungen hier im Grid. Das ist ja auch immer so ein kleines Nebenuniversum bei diesen Events. Ja, die virtuellen Lackierwerkstätten, die hier immer was ganz Tolles auf die Fahrzeuge draufzaubern. Ganz, ganz toll. Und jeder, der schon mal ansatzweise versucht hat, ein Auto zu designen, weiß auch, so ein Ding erstellt man auch nicht mal eben in 5 Minuten. So, Nachteule schreibt gerade, man hat eine Zeile, wo man den Namen angeben kann. Ja, ich glaube, das habe ich gemacht, aber vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich kotzende Eisbär eingegeben habe. Vielleicht, vielleicht ist der Name auf der Sperrliste. Ist auch egal, aber danke dir und danke nochmal für die Spende. Gucci. Rund 40 Minuten haben wir noch vor uns, Ladies and Gentlemen, bevor wir in Stint Nummer 3 starten werden. Es geht dann, nur mal als kleinen Ausblick, dann rüber
in den Twitch-Livestream von MandemTV. Wir werden dann einmal gemeinsam rüber raiden, wenn ihr Zeit und Lust habt und auch die Raid-Funktion auf Twitch aktiviert habt. Dann gehen wir einmal gesammelt rüber. Ich denke, ich werde es so ähnlich machen, wie es der gute Simracing Liga TV vorhin gemacht hat, wenn so die ersten drei Fahrzeuge im Ziel sind, werden wir rüber auf den anderen Kanal switchen. Und dann kann es dort direkt weitergehen. Und nur bei der Vollständigkeit halber, wer es eventuell noch nicht mitbekommen haben sollte, die Fahrer stellen quasi am Ende von Runde Nummer 16 ihr Fahrzeug in der Box ab und geben dann über Funk ihrem Teamkollegen in Stint Nummer 3 ein Zeichen, dass er dort losfahren kann, und dieser Stint in dem Fall wird jetzt dann eben von MandemTV übertragen. So, ich trinke nochmal einen Schluck. Mein Arzt sagt, das ist gesund, und dann gehen wir nochmal das komplette Fahrerfeld durch. Und schauen uns auch nochmal, hatten wir uns ja vorgenommen, mal eine komplette Runde auf der Nordschleife gemeinsam an. So, dann noch einmal von hinten nach vorne, Ladies and Gentlemen. Auf der 11 haben wir Eichmann, der natürlich durch seinen Motorschaden auf den, ja in Anführungsstrichen, letzten Platz zurückgefallen ist. 13 Fahrer hatten wir ursprünglich mal, 2 Disconnects, somit bleiben 11 übrig. Aber es war leider nicht der letzte Schaden für Eichmann. Wir sehen bereits wieder Frontschaden, Aufhängungsschaden. Ein sehr anstrengender Ritt hier für ihn heute. Relax Mamba auf der 10 konnte somit profitieren. Mittlerweile eine Dreiviertelminute Abstand zu Eichmann. Der einzigste Mercedes SLS hier heute auf der Strecke unterwegs. Die 1 Minute 15 nach vorne werden natürlich nur schwer zu knacken sein, aber wir haben ja noch ein paar Stündchen vor uns, ne? Da kann also noch was gehen. Kickmack auf der 9. Boah. Entspannt ist was anderes, aber ihr wisst, was ich meine. 1 Minute 15 nach hinten, 6 Minuten nach vorne. Dürfte zumindest keine spontanen Stressausbrüche gehen während der Ritt über die Nordschleife, aber natürlich auch alles andere als relaxed ist. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Auf der 8, Alexander. Im Rückspiegel wird es erstmal recht einsam hier für ihn werden. 6 Minuten Abstand auf Kickmack. Und nach vorne ist es aber auch fast 1 Minute. Ja, wollen wir es mal nicht übertreiben. 47 Sekunden, ja, da muss man im Motorsport schon mal ein bisschen genauer sein. Da kann eine Sekunde mehr oder weniger schon kriegsentscheidend werden. Leider auch nicht komplett ohne Schaden durchgekommen. Zum Glück kein Motorschaden. Aber das Ganze hat natürlich trotzdem Zeit und Kraft gekostet. Aber Alexander kämpft sich weiterhin tapfer über den virtuellen Asphalt. Heide Witzka in der Corvette auf Platz Nummer 7. Braucht sich auch erstmal keine Sorgen machen, dass er nächster Zeit jemand zu Gesicht bekommt. 46 Sekunden nach hinten, 49 nach vorne. Ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite willst du als Fahrer natürlich auch selbst ein bisschen die Action haben. Du willst die Fights, du willst die Zweikämpfe haben. Das macht natürlich auch Spaß. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch dieser Flow, dieser Tunnel, in den du natürlich ein Stück weit reinkommen willst und für die Nordschleife natürlich auch wirklich eine der optimalen Strecken ist. Du fährst das Ganze irgendwann einfach für dich wie in Trance schön konzentriert, und das geht natürlich am besten, wenn du natürlich niemanden vor der Nase oder im Schlepptau hast. Auch wenn es vielleicht zum Zuschauen und manchmal auch zum Fahren dann vielleicht ein Tick unspannender ist. Aber man kann dann auch einfach mal ganz in Ruhe seine Pace runterschrubben. Gotcha auf der 6. In der Box. Zum Glück kein Schaden. Es geht um den regulären Reifenwechsel. Ein bisschen Sprit braucht er auch noch. Ja. Fast 50 Sekunden Abstand auf Heide Witzka. Da kann er sich Zeit lassen. Auch nochmal die Eiswürfel auffüllen. Und weiter geht's. Pace Austria hier. Überrundung vorbei an Kickmack. Bisschen durch die Gegend gerutscht.
Also jetzt ganz entspannt bleiben. Es geht rein in die grüne Hölle. Nach wie vor sehr stabiler 5. Platz für das Team mit der Nummer 13. Das Blues Brothers Racing Project. FKP Noampli auf der 4. Ja, hat hier den 3. Platz tatsächlich abgegeben an Jack LaMotta. Also da ist anscheinend auch irgendwas passiert, was wir nicht einfangen konnten. 57 Sekunden Abstand auf Platz Nummer 3. Das spricht natürlich tatsächlich Bände. Trotzdem natürlich ganz starker 4. Platz hier. Für das Team mit der Nummer 969. FK Performance E-Motorsport AM. Aber die 1 Minute Abstand zwischen Platz 4 und Platz 3, die sind auf jeden Fall nicht normal. Da haben wir ihn, Jack LaMotta, die Nummer 83 von LMP in France. Ist hier dann doch auch schon in den ersten Runden des Rennens doch positiv aufgefallen, hat hier wirklich eine sehr konstante und vor allem auch schnelle Pace hingelegt. Einige Male auch unter den 8 Minuten. Oh ja, und hat tatsächlich auch vor einigen Runden in Runde Nummer 7 die schnellste Runde des Rennens hingelegt. 7 Minuten 59,100. Also kein Wunder, dass er sich hier sukzessive nach vorne gearbeitet hat. Ganz, ganz starke Leistung. Noampli hinter sich gelassen. An die Top 2 wird er da zumindest nicht wahnsinnig stärker rankommen. Aber mal gucken. Im Moment ist es 1 Minute und 13 Abstand zu MBXX auf der 2. Mal sehen, ob er da noch ein bisschen was abgraben kann. Die nachfolgenden Teamkollegen werden es ihm danken. MBXX nach wie vor auf der 2 unterwegs. Das Team mit der Nummer 36, LST Sim Racing Austria. Muss alles andere als traurig sein, dass sie hier Instant 2 Platz Nummer 1 erstmal haben abgeben müssen. Trotzdem nach wie vor sehr solide unterwegs. Und die 8,3 Sekunden Abstand auf Himbeere, ja, werden vermutlich noch ein bisschen mehr werden. Sind natürlich schon ordentlich, gerade auf dem Level da vorne. Aber trotzdem gute Voraussetzungen, um in den nächsten Stints nochmal was herauszuholen. WSR Himbeere heute mit einer ganz, ganz starken Leistung, kann man nicht anders sagen. Bereits in den ersten Runden des Stints einen zweistelligen Abstand auf MBXX aufgeholt, dann Schaden eingeholt, überholen lassen, rein in die Box, Reparatur und trotzdem sich hier wieder auf Platz Nummer 1 vorgeschoben. Auch alles andere als selbstverständlich. Also nicht nur ein schickes Auto, sondern auch eine ganz, ganz schicke Leistung. Das Team mit der Nummer 24, WS Racing eSport Red. Auch wenn es gelb ist. So, dann würde ich jetzt fast sagen, nachdem WSR Himbeere hier kurz vor dem Beginn der 13. Runde ist, würde ich doch mal sagen, machen wir jetzt das, was ich mir die ganze Zeit schon vorgenommen habe, dass wir uns mal eine vollständige Runde hier auf der Nordschleife angucken. Die einzelnen Streckenabschnitte gemeinsam mal durchgehen und uns das mal anschauen, wie das denn aus so einem Cockpit auch tatsächlich aussieht. Und warum dann nicht aus der Perspektive des aktuell führenden Himbeere. So, wir sind auf Start und Ziel. Direkt auf der Zufahrt zur Grand Prix-Strecke. Und Runde Nummer 14 beginnt. Nee, Runde Nummer 13. 3 Runden haben wir noch vor uns. Wir befinden uns im ersten Streckenabschnitt der Strecke. Kurz vor dem Michael Schumacher S, was wir gleich sehen werden. Hinein in Streckenabschnitt Nummer 2. Und das, wie schon eben gesagt, Michael Schumacher S. Eine ganz, ganz schnelle Links-Rechts-Kombination, die man durchaus, wenn man sie richtig anfährt, auch Vollgas hier durchscheppern kann.
Heide Witzka wird sich gewünscht. Ich gehe mal ganz kurz drauf. Gab es dort irgendetwas? Irgendwas Spezielles? Nein, kein Schaden oder irgendwas? Dann würde ich jetzt einmal ganz kurz auf der Nordschleifenrunde bleiben, dass wir uns mal eine Runde gemeinsam angucken. Aber dann gehe ich auch sehr gerne auch wieder auf die Wünsche ein. Und falls ihr irgendwas seht auf der Strecke, was ich verpasse, dann gerne tackert das in den Chat rein. Dann springen wir auch sofort rüber. So, es geht hier rein in die Nordschleife, in die grüne Hölle, Streckenabschnitt Nummer 4. Einer der ganz, ganz engen und gefährlichen Bereiche der Nordschleife, noch ganz, ganz früh. Ganz kritische Stellen, nicht einfach bis unmöglich hier auch tatsächlich zu überholen. Ganz viele Lastwechsel von links nach rechts, hohe Curbs, also alles andere als einfach zu fahren, insbesondere wenn man schnell hier durchkommen will. Hatzenbach, Hocheichen haben wir hinter uns gelassen, wir sind im Streckenabschnitt Nummer 5, es geht auf den Flugplatz. In Richtung Schwedenkreuz. Arenberg auf der linken Seite. Streckenabschnitt Nummer 5 in Richtung Streckenabschnitt Nummer 6. Rein in die Fuchsröhre. Auch ganz kritischer Abschnitt hier. Es geht hoch über die Kuppe, Geschwindigkeit reduzieren, Rechts-Links-Kombination. Mitten im Streckenabschnitt Nummer 6 und rein in Streckenabschnitt Nummer 7. Das Metzgesfeld liegt vor uns. Oh, kurze Unruhe, leichtes Heck hier verloren, aber Kontrolle behalten, alles in Ordnung. Rechts durch, Kallenhardt. Auch wieder ganz gefährliche Streckenabschnitte hier mit ganz vielen links, rechts Lastwechseln. Und das bei diesen enormen Geschwindigkeiten. Wir reden hier von roundabout 200 Stundenkilometer. Absoluter Wahnsinn. Die Fliehkräfte, die in einem echten Rennwagen drin liegen, kann man sich tatsächlich kaum vorstellen. Und auch Himbeere kämpft hier immer mal wieder mit dem Grip, aber hat es noch ganz gut unter Kontrolle. So, es geht hoch in Richtung Bergwerk. Streckenabschnitt Nummer 9. Rechtskurve hinein. Und ab ins Kesselchen. Das Kesselchen, gefolgt vom Klostertal in wenigen Metern. ...240 Stundenkilometer hier. Die Reifen schreien um Hilfe. Aber Himbeere macht es hier sehr souverän. So, es geht in Richtung legendäres Karussell, das, wenn ich es richtig ausspreche, Caracciola-Karussell, korrigiert mich gerne, obwohl es wahrscheinlich zu schreiben gar nicht so einfach ist. Auch das haben wir überlebt und es geht auf in Richtung Hohe Acht. Hier, gefährliche Kuppe. Nicht einsehbar die Kurve, aber die Jungs wissen ja, was da kommt. Es geht runter Richtung Wippermann. Wir befinden uns in Streckenabschnitt 11 von 16. Richtung Eschbach.
rechts herum ins Brünnchen hinein. In Richtung Pflanzgarten. So, die Stadt Döttingen liegt links von uns. Die Döttinger Höhe steht uns noch bevor. Wir befinden uns in Streckenabschnitt Nummer 13. Nochmal das kleine Karussell und eine Kurve noch und dann nach dem Schwalbenschwanz direkt rein in die sagenumwobene Döttinger Höhe. Hier sehen wir dann jetzt logischerweise die absoluten Höchstgeschwindigkeiten in diesem Rennen. Auch ohne Windschatten, rechts oben auf dem Hügel die Nürburg im Blick, abends auch sehr schön beleuchtet, werden wir den Nachtstents heute auch noch zu Gesicht bekommen. Knapp, nicht ganz, 270 Stundenkilometer sehen wir hier im Aston Martin. Es geht rein in den Tiergarten. Die letzte Rechts-Links-Kombination. Und dann haben wir die komplette Runde geschafft. Welche Rundenzeit wird es werden? Ha, wir kommen knapp über die 8 Minuten. Mit Zuschauern im Nacken ist es dann auch nicht ganz so einfach. Eine 8.3.270. Aber schön, vielen Dank, dass wir diesen Ritt hier mitmachen durften. So, wir gehen auf jeden Fall wie gewünscht mal kurz zur Heide Witzka, schauen uns dann aber auf jeden Fall auch das restliche Fahrerfeld nochmal an. Rund 20 Minuten haben wir noch, bevor es dann weitergeht in Stint Nummer 3. Während ich nochmal einen kurzen Blick reinwerfe zu den aktuellen Meldungen, wenngleich wir sie hier ja auch im Live-Ticker oben verfolgen können, der mittlerweile auch funktioniert, aber jetzt wieder sehr klein ist, ne? Okay, gut. Ich weiß wirklich nicht, woran es liegt. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber die meisten Dinge, die passiert sind, konnten wir hier ja auch ganz gut einfangen, deswegen schauen wir mal. Ich werde noch einmal hier in den Live-Ticker eingreifen, mal sehen, ob wir das nochmal ein bisschen hübscher bekommen. Aber irgendwie will er heute nicht. Aber der von Grid 1 funktioniert witzigerweise ohne Probleme. Gut, das sind so die Kleinigkeiten. Wenn das das Schlimmste ist, haben wir hier einen guten Job gemacht, glaube ich. Naja, ist so. Besser wird's nicht. Holt einfach mal die Brille raus. Bevor ich jetzt wieder rumfummel und sich wieder irgendwas verstellt, lassen wir es lieber einfach mal so. Ja, was waren die letzten Vorfälle auf jeden Fall? Wir hatten in Runde 8 einen Motorschaden von Eichmann. Wir hatten in Runde Nummer 9 einen Frontschaden von RTO Alexander. In Runde 10 dann nochmal einen Motorschaden von FKP Normpli. Das ist dann auch der Grund, warum der gute Normpli hier auf Position Nummer 4 zurückgefallen ist. Nun wissen wir es. Hatten wir tatsächlich nicht im Bild drin. Und dann gehen wir jetzt, wo wir uns so langsam in die Endphase des zweiten Stints begeben, noch einmal das komplette Fahrerfeld durch. Auf der 11 haben wir Eichmann, das Team mit der Nummer 37, 44 Performance und wieder mit einem schweren Motorschaden. Da hat es ihn aber richtig erwischt. Also vorne, hinten Motorschaden, ein ganz, ganz harter und schmerzhafter Ritt hier heute für ihn. Er zieht es tapfer durch, da muss man auch mal sagen, klasse, wirklich klasse. Das ist wirklich kein einfaches Rennen und irgendwann möchte man auch einfach nur noch ins Lenkrad reinbeißen. Aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr hart. Was war das denn? Was war... Moment. Ich meine, er hat eh schon Motorschaden, deswegen ist eigentlich egal. Zack. Das schauen wir uns nochmal an. Das kann ich fast nicht glauben. Der gute Eichmann scheint da echt ein paar Herausforderungen zu haben. Zack. Ist ihm da gerade die Katze ins Gesicht gesprungen oder was? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall große, große Herausforderung hier auf Platz Nummer 11.
Und ich glaube, jetzt hat ihm die Katze dann auch noch in die Nase gebissen. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Okay, wir schalten mal weiter. Müssen ja nicht für zusätzliche Schmerzen sorgen. Relax Mamba auf der 10. Und kleiner Insider-Gag, das mit der Katze ist tatsächlich schon mal ein bei uns passiert, deswegen... Das habe ich mir jetzt nicht einfach so aus der Nase gezogen. Das soll es geben. Haustiere haben schon für den einen oder anderen Unfall gesorgt. Auf der 10. Relax Mamba. Moment, da habe ich noch das falsche Team eingeblendet. Hier natürlich die Kollegen mit der 901 vom Rookie Racing Team unterwegs. Kickback auf der 9. Wird sich da vermutlich auch nicht mehr groß nach vorne arbeiten können, das Team mit der Nummer 29, GTWIC. Wie vorhin schon mal erwähnt, das Schwesterteam GTWIC 2 leider aufgrund eines Disconnects in diesem Stint verloren. 6 Minuten sind es auch nach vorne, aber dabei sein ist alles. RTO, Alexander 72 mit der Nummer 93 für das Racing Team aus Friesland 2. An sich recht stabil unterwegs, leider nicht ganz fehlerfrei. Hat dann auch mal eine Reparatur an der Box sich holen müssen. Und 40 Sekunden auf Vordermann Heidewitzka, natürlich auch erstmal ordentlich Holz vor der Hütte. Heidewitzka in der Corvette auf der 7. Das Team mit der Nummer 44. Falcon Racing. Ja, heute nicht groß aufgefallen, was auch gar nichts Negatives sein muss. Hat sich hier relativ stabil durchs Rennen geschoben. Ja, so 8 Minuten 10 Zeiten. Die katapultieren einem jetzt nicht unbedingt aufs Treppchen. Aber zumindest auch, soweit wir das hier beurteilen können, auch keine Schäden eingesackt. Deswegen schön entspanntes Rennen für sich gefahren. Platz Nummer 7. 17 Sekunden nach vorne, ist jetzt zumindest dann auch über die nächsten Stints gerechnet nicht uneinholbar. Auf der 6 haben wir Gotcha. Das Team mit der Nummer 159. Karthalle Wittlich eSports kämpft sich auch tapfer weiterhin mit den 4 Rängen über die Nordschleife. 17 Sekunden nach hinten, 1 Minute 30 nach vorne. Wird vermutlich auch erstmal keinen mehr zu Gesicht bekommen. Auf der 5 haben wir Pace Austria. Das Team mit der Nummer 13. Blues Brothers Racing Project. Und wenn ihr genau hinguckt, seht ihr die beiden Blues Brothers auch vorne aus der Motorhaube glucken. Keiner ist heute so cool unterwegs wie er. Auf der 4 FKP Normpli. Ja, Motorschaden, wie wir dann somit gerade erfahren haben. Somit Platz Nummer 3 hergegeben. 1 Minute Abstand auf Vordermann Jack LaMotta. Das Mediamarkt-Team mit der 969 FK Performance e-Motorsport AM. Trotzdem mit einer sehr, sehr soliden Rennleistung bisher. Über Platz Nummer 4. Wenngleich das natürlich in dieser frühen, frühen Eventphase noch nicht allzu viel zu bedeuten hat. Aber trotzdem kann man damit sehr zufrieden sein. In der drittletzten Runde des zweiten Stints. Jack LaMotta auf der 3. Der lachende Dritte im Moment auf jeden Fall. Zügig, konzentriert, stabil, ohne größere Fehler hier über den Asphalt gebügelt. Aktuell mit Platz Nummer 3 belohnt. Das Team mit der Nummer 83. LMP in France. Oh, kleiner Drift fürs Publikum. Mal ein bisschen was fürs Auge. Aber alles noch unter Kontrolle. MBXX18 auf der 2, das Team mit der Nummer 36, LST Sim Racing Austria.
immer noch auf einem sehr, sehr starken zweiten Platz unterwegs. Der Abstand auf Vordermann Himbeere auf 11,3 Sekunden gewachsen, aber jetzt auch nicht dramatisch viel. Also nach wie vor, und das ist natürlich auch sehr, sehr angenehm zum Fahren und zum Zuschauen, dass vorne der Kampf um Platz 1 auch definitiv noch nicht entschieden ist. Und den genannten WSR Himbeere vom Racing Team WS Racing eSport Red mit einer sehr, sehr starken Leistung hier unterwegs. Aktuell auf 1 mit, wie gesagt, 11 Sekunden Abstand auf Verfolger MBXX. Himbeere befindet sich in Runde Nummer 15, das heißt vorletzte Runde dieses Stints. Und mein Vorschlag wäre, oh, kurze Unruhe auf den Curbs beschleunigt hier, dass wir kurz nachdem Himbeere über Start und Ziel gegangen ist, wir warten dann vielleicht auch noch auf MBXX, der dann ja etwa 10 bis 15 Sekunden, je nachdem, was jetzt hier noch passiert, dann danach auch ins Ziel fahren werden, wird dann rüber raiden zu Manem TV, wo dann Stint Nummer 3 beginnt. Dort könnt ihr dann quasi das Rennen nahtlos mit weiterverfolgen. Die anderen Fahrer werden dann sukzessive mit rüber joinen, sobald sich ihr Vorläufer in der Box abgestellt hat. Und dann sind wir sehr gespannt, was in den verbleibenden 20 Stunden noch so alles passieren wird. Es wird definitiv nicht langweilig. Wir werden einige auch sehr, sehr spannende Nachtstints heute zu Gesicht bekommen. Bisher, soweit ich das beurteilen kann, aus meiner kleinen, eingeschränkten Perspektive hier, ein sehr ordentlicher Rennstart. Wie das immer ist bei solchen Events natürlich, sehr unterschiedliche Paces, sehr unterschiedliche Rennleistungen. Aber wir wissen eben aus den vergangenen Events auch ganz genau, was über so eine lange Renndauer von insgesamt 24 Stunden auch passieren kann. Also hier werden wir mit Sicherheit noch die ein oder andere Überraschung erleben. Wie ich gerade sehe, aber auch in Grid 1 hat es den einen oder anderen Disconnect gegeben. Und das vielleicht auch mal eine ganz interessante Information nochmal am Rande, weil ich jetzt gerade hier aus Grid 1 bzw. Grid A mitbekomme. Disconnects werden wie ein Motorschaden gewertet. Und entsprechend wird auch die Rundenzeit dann anhand einer Motorschadenrundenzeit gewertet, wenn ich das richtig interpretiere. Was eben unter anderem auch dazu führen soll, dass es keine strategischen Disconnects gibt, dass man sich denkt, ah, wenn ich disconnecte, bin ich vielleicht schneller. Aber klar, solche Dinge gibt es natürlich immer. Das wird das ein oder andere Team noch zurückschmeißen. In Grid Nummer A scheint es da das Kotzbär TV Racing Team erwischt zu haben. Und das vielleicht einfach nur der Vollständigkeit halber. Die meisten werden es von euch wissen, dass wir hier in zwei Grids unterwegs sind, in zwei parallelen Streams. Alle Infos zum Event findet ihr unter simracingliga.tv. Und der gute Bramburi hat zwei Abos verschenkt an Klexi und an den Bernd Mailänder Fan. Vielen, vielen Dank. Also im Namen auch der anderen beiden. Und das weiß natürlich auch ich sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. So, Heide Witzka sehe ich gerade. Ist nochmal in die Box reingefahren. Was ist denn da passiert? Ach, ihm geht tatsächlich ein bisschen der Sprit aus. Zwei Runden vor Ende des Rennens. Muss da nochmal rein. 34,5 Sekunden Abstand sind es auf RTO Alexander. Der hier, ja, definitiv durchfahren kann. Das könnte also durchaus nochmal eine enge Geschichte werden, je nachdem, wie lange der Boxenstopp für Heide Witzka dauert. Er wird nicht allzu viel Sprit mitnehmen müssen. Frische Reifen zieht aber auch nochmal auf. Alexander kommt in dem Moment auf Start und Ziel. Heide Witzka aber in dem Moment auch wieder raus.
verteidigt Platz Nummer 7. Gut, Tina, würde ich mal sagen, kurz vor Ende von Stint Nummer 2 gehen wir sie nochmal alle 11 Verbliebenen durch. Wir haben auf der 11 Eichmann, der danach wahrscheinlich erstmal duschen gehen muss. Das war wirklich ein harter Ritt für ihn. Vorsichtshalber mal die Notblinkanlage an, kann nicht schaden. Aber kämpft sich weiterhin tapfer über den virtuellen Asphalt. Relax Mamba auf der 10. Ah, sieht spannender aus, als es tatsächlich ist. Die beiden befinden sich hier in unterschiedlichen Runden. Trotzdem mal schön, einen vor der Nase zu haben. Oh, ich habe noch das falsche Team eingeblendet, sehe ich gerade. Auf Platz Nummer 10 unterwegs. Kickmac auf der 9. Lässt sich den Platz auch nicht mehr nehmen. Hat aber auch noch gute 2,5 Runden vor sich. RTO Alexander auf der 8. Die 6 Minuten nach hinten erstmal sehr entspannt. Die 6,6 nach vorne, aber durchaus noch interessant. Montana schreibt gerade, Nils ist in Lobby Nummer 1 abgeflogen. Wenn du uns kurz oder mir mal verraten könntest, wer der gute Nils ist. Alle habe ich noch nicht so auf dem Schirm, aber hört sich auf jeden Fall schon mal dramatisch an. Heidewitzka 84 auf der 7. Auch ein sehr stabiles Rennen heute, ja. Und Alexander auf der Verfolgerposition, 6 Sekunden Abstand, kann sich da durchaus noch ein bisschen heranarbeiten. Und es handelt sich um NRC Nils. Vielen Dank fürs Update. Gotcha auf der 6 hat sich aus dem gröbsten Ärger raushalten lassen, glaube ich, heute auch ohne Schaden durchgekommen. Ordentlicher Sicherheitsabstand nach vorne und hinten, da passiert erstmal nicht mehr so viel. Pace Austria auf der 5, auch aus allem Ärger rausgehalten. Außer die kleine Drive-Thru-Strafe, für die er aber selber nichts konnte. Lässt hier auch nichts anbrennen auf Position Nummer 5. Normpli trotz Motorschaden auf einem sehr starken 4. Platz. Jack LaMotta auf der 3 kann auch sehr, sehr zufrieden sein mit seinem zweiten Stint. Beziehungsweise dem zweiten Teamstint. Eine Minute Abstand ist es da aber trotzdem auf Platz Nummer 2, MBXX. Der die Pace mit Himbeere nicht ganz mithalten konnte. Auch aktuell nicht, aber die Abstände werden zumindest nicht dramatisch größer. Denn der führende Himbeere, somit ganz frisch in die letzte Runde hineingestartet. Zwar nach wie vor stark unterwegs, aber mittlerweile dann doch mit deutlichen über 8 Minuten Zeiten unterwegs. Ja, die Reifen machen sich auch so langsam aber sicher bemerkbar. Da geht der Grip zur Neige und der Tank, ja, der Tank schreit so langsam aber sicher um Hilfe. Kann natürlich auch sein, dass Himbeere hier ein bisschen ins Spritmanagement eingreifen muss, um die letzte Runde zu überstehen. Trotzdem natürlich ganz starker Lauf bisher und aktuell sind es noch sehr stabile 12,5 Sekunden Abstand auf MBXX. Scorpion King, erstmal willkommen. Und ich lese das einfach mal vor. Packe Austria hatte keine Du. Ach so, hatte keine Durchfahrtsstrafe. Du hast recht. Du hast recht. Danke für den Hinweis. Siehst du mal, es war ein Test. Nee, warte mal. War das doch? Nein, es war nicht Relax Mamba. Relax Mamba hatte bloß in der Box drin gestanden und wartete, dass er losfahren konnte. Aber wir hatten...
Wir hatten ganz am Anfang in Runde Nummer 2 oder 3 hatte Pace Austria einen ganz knackigen Boxenstopp eingelegt. Oder war das jemand anderes? Meines Wissens eine Durchfahrtsstrafe, die er aus Stint Nummer 1 mitgenommen hatte. Das war zumindest die offizielle Information. Aber korrigiert mich vielleicht. Der Sauerstoff in diesem Raum wird nach fast 2 Stunden dann auch langsam weniger. Kann natürlich durchaus sein, dass ich mich täusche. Toast-Ecke. Schön, dass du da bist. Und danke auch nochmal an Frank Einmann, der Speed und Man im TV fürs Folgen. Ich hatte euch, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Keine Böswilligkeit, nur maximale Verpeiltheit. So. So langsam aber sicher, Ladies and Gentlemen, kommen wir zu Ende vom Stint Nummer 2. Ich finde, wir haben doch hier einen sehr ordentlichen Laufabschnitt gesehen, auch wenn es sich wirklich nur um einen kleinen Ausschnitt dieses 24-Stunden-Events handelt. Den einen oder anderen Abflug haben wir gesehen. Aber dann doch alles auch, soweit wir das nachverfolgen konnten, selbstverschuldet in Anführungsstrichen, also zumindest ohne Fremdkontakt, was ja schon mal ein bisschen beruhigt, auch wenn es natürlich trotzdem wehtut und teilweise schmerzhafte lange Runden sind, bis man die Reparatur in der Box erledigen kann. Aber ein paar schöne Manöver, ein paar schöne Fights und es macht auch Lust auf die folgenden Stints. Und nur noch mal der Vollständigkeit halber, wir haben noch über 20 Stunden vor uns. Da kann und wird noch einiges passieren und wenn wir uns die verschiedenen Fahrer hier angucken, ist hier noch lange nicht entschieden, wer Grid 2 auf dem Treppchen abschließen wird oder wer allgemein, welches Team auf welchem Platz über Start und Ziel fährt. Und auch wenn man es ungern hören will und wir wollen es auch nicht hoffen, kann natürlich auch leider der ein oder andere Disconnect nochmal das Zünglein an der Waage sein. Wollen es nicht hoffen. 2 haben wir in diesem Stint leider schon gesehen. Mindestens 1 gab es in Grid 1 leider auch schon. Hoffen wir das Beste. Wenn ich gerade mal so ein bisschen einen Blick in den Live-Ticker von Grid 1 werfe, sehe ich, dass da wirklich schon einiges passiert ist. Einige Karosserieschäden, Frontschäden, Motorschäden. Gefühlt fast doppelt so viel wie in unserem Grid. Obwohl ich mir auch nicht so sicher bin, dass hier schon alles tatsächlich live drin steht. Stint 3 von Grid 2 steht auch schon in den Startlöchern und freut sich, gleich loslegen zu können. Sodele. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich zwischendrin noch mal ein bisschen verfolgen muss, wo es denn jetzt weitergeht. Ja, meiner schreibt es gerade noch ab und zu, versucht hier mal einer in die Lobby rein zu joinen. Das ist halt, die Lobby ist natürlich mit oder auf Freundeseinstellung gesperrt, aber das lässt sich natürlich nicht komplett verhindern. Ist klar, wenn die Lobby nicht komplett voll ist, dann können auch Leute einfach mal zufällig reinjoinen. Ist ja auch nicht schlimm. Auf die Strecke kommt ja auch keiner. In Text schreibt normalerweise auch keiner rein. Also alles nicht dramatisch. So, Heidi Witzker wird sich gewünscht. Platz Nummer 7. Dann geht's nochmal direkt drauf auf die schicke Falcon Corvette. In den letzten Minuten des zweiten Stints.
dann freuen wir uns auf den nächsten Abschnitt. Ich gucke nochmal ganz kurz, nochmal vorsichtshalber, wo es dann weitergeht. Aber jetzt bleibt bei Manem TV bzw. Simracing Liga. Jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wohin wir raiden sollen. Meines Wissens Manem TV. Lieber Maniard, vielleicht hast du da noch eine aktuellere Info, weil ich gerade sehe, Joe Coyote schreibt Simracing Liga / Manem TV. Aber ich glaube, meines Wissens geht es rüber zu Manem TV. Ach so, ja, das ist einfach. Simracing Liga macht Grid 1 und Manem TV Grid 2. So war das gemeint. Nee, alles klar, cool. Dann gehen wir trotzdem noch mal kurz drauf auf Himbeere. Wo ist er? Kurz vor der Beendigung der 16. Runde. Das heißt, wir sind am Ende von Stint 2 angekommen, Ladies and Gentlemen, zumindest für das erste Team. WSR Himbeere fährt in dem Moment in die Box rein, stellt das Fahrzeug ab und in dem Moment, in dem das Fahrzeug steht, geht es in Stint Nummer 3 weiter. Dort werden wir gleich rüber raiden. Wir schauen nochmal ganz kurz, wo MBXX dann auch geblieben ist. Aber da die meisten sich dann wahrscheinlich eh dafür interessieren, wie es jetzt im nächsten Stint weitergeht, können wir dann auch alle gemeinsam rüber switchen. Zack, der Wagen steht. Über den Funk wird er jetzt gerade Bescheid geben, dass der Kollege in Stint Nummer 3 weiterfahren kann. WSR Himbeere. Nee, Moment, wo haben wir denn? Da ist er. MBXX ebenfalls in der Box. Und Jack LaMotta auf der 3 wird ebenfalls gleich reinkommen. Dann machen wir es so. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr in diesem Stint hier mit dabei gewesen seid. Die anderen Fahrer brauchen noch die ein oder andere Runde. Manche sind ja auch ein, zwei Runden nochmal hinterher. Werden dann aber auch sukzessive kommen und somit wird sich das Feld in Stint Nummer 3 jetzt dann auch sukzessive auffüllen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Falls ihr nochmal Lust habt, zwei Streams wird es von mir noch geben, um 19 Uhr und um 5 Uhr früh, allerdings im Grid Nummer 1. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich fand, es waren nette 2 Stunden und jetzt suche ich den guten Manem TV heraus. Da ist er auch. 12 schauen schon zu. Wir gehen alle gemeinsam rüber. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bleibt beim restlichen Event auch mit dabei. Tschüss.